Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste, so ein Analogmensch wie ich mit zwei Zetteln hat schon gar keinen Platz mehr hier bei so einer Veranstaltung. Jetzt haben wir schon zwei Laptops hier auf. Es wird wild und wilder. Herzlich willkommen auch im Namen des NIT, des Northern Institute of Technology Management, mit dem wir diese Veranstaltung gemeinsam heute Abend konzipiert haben, hier im Körperforum. Zu dem Abend digitale Chancen für alle gleich? Fragezeichen. Mein Name ist Matthias Meyer und ich leite den Bereich Wissenschaft hier in der Körperstiftung. Wie sagt meine Kollegin Julia André anlässlich unserer diversen Digitalisierungsdebatten hier im Körperforum immer so schön? Das geht jetzt nicht mehr weg, das mit der Digitalisierung. Wenn das so ist, und ich bin sehr geneigt, ihr dazu zu stimmen, obwohl sich der an James Bond respektive dem späten Sean Connery geschulte Philosoph angesichts logischer Allaussagen mit dem Zeitquantor nie, eine Restskepsis der Form sag niemals nie bewahrt hat, dann hat man allen Grund, endgültig von den Ob- zu den Wie-Fragen zu wechseln. Es ist dann ein bisschen so wie mit dem Wetter, gegen das man sinnvollerweise ja auch nicht wirklich sein kann, obwohl man in Hamburg mit gutem Grund häufig dagegen sein sollte. Wir sollten uns also wohl nicht mehr fragen, ob wir für oder gegen die Digitalisierung sind, sondern besser, wie wir sie gestalten wollen, welche Sorte wir gerne hätten und welche auch ganz bestimmt nicht. Kurz, es geht um digitale Regenschirme, Friesennerze, Sonnencreme, Wärmepflaster, digitale Überflutungsflächen und digitalfreie Schutzgebiete und ein bisschen auch um kurzfristige digitale Meteorologie und langfristige digitale Klimaforschung. Der Wandel kommt und er kommt schneller denn je, schneller auch, als wir es von der Einführung und Durchsetzung früherer Technologien gewohnt sind. Die Dynamik der Entwicklung zeigt sich beispielsweise bei der Übernahme von neuen Geräten und Serviceangeboten. Während das Radio und das Fernsehen noch 38 oder 13 Jahre benötigten, um 50 Millionen Nutzer zu gewinnen, gelang dies dem Internet in 4 Jahren. Facebook versammelte eine Nutzergemeinde von 50 Millionen nach ungefähr einem Jahr und WhatsApp brauchte dafür noch 2 Monate. Mehr als die Hälfte der Deutschen ist täglich im Netz und auch immer länger. Der gesellschaftliche Wandel ist also offenkundig. Noch in den 70ern soll übrigens Franz Josef Strauß gesagt haben, wir Deutschen kämen bei der Steuererklärung in heftigere Wallungen als beim Beischlaf. Dieses Klischee ist heutzutage nun wirklich nicht mehr haltbar. Das größere Erregungspotenzial liegt inzwischen nicht mehr bei der Steuererklärung, sondern beim Smartphone. 61% können sich ein Leben ohne Internet persönlich nicht mehr vorstellen. Und ich vermute, wenn man dies nach Altersgruppen untersuchen würde, ginge dies bei Jugendlichen nahe an die 100%-Marke ran. Wir kennen jedenfalls alle die familiären Beratungen, bei denen bei der Wahl des Urlaubsortes die Verfügbarkeit und die Qualität der WLAN-Versorgung ein wesentliches Kriterium ist. Und vor die Wahl gestellt, ob man sich lieber von der Freundin oder dem Smartphone trennen würde, neige ich gelegentlich zu kulturpessimistischen Anwandlungen. Vielleicht ein Zeichen dafür, dass man als Mit-50er kein Digital Native ist und sich vom Ausmaß bestimmter Trennungsschmerzen eben keine rechte Vorstellung machen kann. Damit ist übrigens schon eine mögliche Trennlinie angezeigt, die eine digital verfasste Gesellschaft spalten könnte, weil der Umgang mit den neuen Technologien eben doch nicht überall gleich selbstverständlich ist, das Alter. Während Kinder und Jugendliche eine Welt ohne Internet gar nicht kennen, muss diese neue Welt von der älteren Generation neu angeeignet werden. Dass es weitere Trennlinien geben dürfte, ist zu vermuten. Seien es wieder einmal die nach Bildungsgrad oder die nach sozioökonomischem Status und nehmen wir die ganze Welt in den Blick, kommen wie so oft die Verteilung von Armut und Reichtum und damit auch die unterschiedlichen Chancen digitaler Teilhabe ins Spiel. Wo diese Trennlinien in der Bundesrepublik verlaufen, was sie zu bedeuten haben, und wie man sie gegebenenfalls flexibel, durchlässig, überbrückbar machen könnte, darüber diskutieren wir heute Abend mit einem erlesenen Expertenkreis. Ich freue mich sehr auf die Sozialforscherin Silke Borgstedt, die das Heidelberger Sinus-Institut für Markt- und Sozialforschung leitet, auf den Juristen Matthias Kammer, den Direktor des Deutschen Instituts für Vertrauen und Sicherheit im Internet,
und auf die Wirtschaftswissenschaftlerin Verena Fritsche, Geschäftsführerin des NIT, des Northern Institute of Technology Management. Ihnen allen ein ganz herzliches Willkommen. Und Ihnen, liebe Frau Fritsche, auch ein ganz herzliches Dankeschön für die wunderbare Kooperation zu diesem Abend. Das Gespräch moderieren und Ihnen die Gäste des Abends dann auch etwas ausführlicher vorstellen, nein, wird er nicht tun, hat er mir gerade gesagt, können Sie nämlich alles im Internet nachgucken. Also die Gäste nicht näher vorstellen, wird der Organisationsberater und Moderator Tobias Möller-Halbrock, dem die Materie keineswegs fremd ist, hat er doch viele Jahre in der IT-Beratung zugebracht, Entwicklung und Schulung im Hard- und Softwarebereich betrieben und schließlich bei einem namhaften Unternehmen die IT-Abteilung aufgebaut. Auch Ihnen, Herr Müller-Halbrock, ein herzliches Willkommen. Bevor ich Ihnen die Bühne überlasse, möchte ich Sie, meine Damen und Herren, wie immer dazu einladen, sich nach der Podiumsrunde auch mit Ihren Fragen und Beiträgen hier einzubringen und natürlich anschließend im Foyer die Diskussion mit uns noch ein bisschen fortzusetzen bei einem Glas Wein oder Wasser oder Saft. Und jetzt wünsche ich uns aber einen informativen und spannenden Abend. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und übergebe Ihnen die Bühne und nehme meine altmodischen Zettel wieder mit. So, einen wunderschönen guten Abend, liebe Anwesende, sehr geehrte Damen und Herren. Das war einmal diese Art der Einteilung und Ansprache, das wird in Zukunft anders sein. Herr Meyer, Sie haben das gerade angedeutet, in Zukunft würden Sie begrüßt werden wahrscheinlich, liebe Digital Natives und liebe Digital Immigrants. Wir teilen sozusagen die Menschheit neu auf. Warum und wieso? Alleine an dieser Form der Begrüßung werden Sie relativ schnell feststellen, dass sich etwas verändert in unserer Gesellschaft und in unserem Leben. Vielleicht eine ganz kurze Frage. Diese beiden Begrifflichkeiten, Digital Native und Digital Immigrants, haben sich so seit 2001 durchgesetzt. Und die Grenze wird ungefähr gezogen bei 1980. Darf ich einmal ganz kurz fragen, wer ist nach 1980 geboren und hier im Raum? Ah, sind doch eine Menge. Sie gehören zu den sogenannten Digital Natives. Herzlich willkommen. Für Sie ist diese Umgebung, Technologie, Internet und so weiter eine Selbstverständlichkeit. Jetzt vielleicht noch mal ganz kurz, damit wir auch noch so das andere Bild haben, dass sich die Digital Immigrants, also die Einwanderer, im Gegensatz zu den Ureinwohnern, möchte ich auch noch begrüßen. Wer ist denn also vor 1980 geboren? Gut, sind auch eine ganze Menge. Okay. So, auch das ist nicht verwunderlich, dass heute Abend mehr Immigranten hier sind und dass die Natives möglicherweise, wir reden über digitale Teilhabe heute, ganz woanders sitzen. Weil es gibt eine Möglichkeit, diese Veranstaltung heute Abend per Livestream sich auch anzugucken, wenn man gerade auf Geschäftsreise in Tokio ist oder in Mallorca unterm Regenschirm sitzt, oder Sonnenschirm vielleicht eher. Wo auch immer Sie sitzen, auch Ihnen herzlich willkommen, liebe Nicht-Anwesende physisch, aber Anwesende virtuell. So, wir merken ein faszinierendes Merkmal bei Digital Networks. Über das. Ah, jetzt ist es wieder da. Wir versuchen es nochmal. Okay. Gut, die Vorankündigung ist, ich bin gleich wieder weg. Also physisch bin ich noch anwesend, aber virtuell bin ich sozusagen ein bisschen weg. Aber das ist ganz gut, da kann ich mich jetzt hier ein bisschen von lösen, weil ich merke jetzt, ich bin mit diesem Mikrofon und gar nicht mit dem da verbunden. Das ist ja ganz hervorragend. Gut, Digital Immigrants, Digital Natives, ein ganz faszinierendes Merkmal. Normalerweise gehen wir davon aus, dass die Ureinwohner diejenigen sind, die länger da sind. Einmal weiter. Können Sie mich da hinten noch verstehen? Ja, da ganz hin und schüttelt rein, ich bekomme neue Batterien. Mal wieder einmal.
Hervorragend, super gut. So, das bedeutet, Digital Natives sind die Jüngeren, also die Ureinwohner in der digitalen Welt sind die, die jünger da sind. Und die Immigranten sind die, die älter da sind, die also vorher schon da waren. Sie sehen, plötzlich stellt sich etwas auf den Kopf. Und dieses Grundprinzip, was Sie in dieser Art der Begrüßung feststellen können, werden Sie feststellen, passiert in der gesamten Digitalisierung. Da stellt sich ganz, ganz viel auf den Kopf, wird sozusagen umgedreht. Herr Meyer hat schon sehr viele Aspekte genannt, da will ich gar nicht allzu viele hinzufügen. Vielleicht so ein, zwei Dinge. Die Frage ist, wir reden über digitale Teilhabe und Entwicklung. Können wir uns darüber freuen oder nicht? Haben alle Teil oder nicht? Darüber werden wir gleich weiter diskutieren und noch einiges hören. Es gibt einen schönen Spruch von Reich Ranitzky, der sagt, Fernsehen macht Dumme dümmer und die Schlauen schlauer. Jetzt wäre die interessante Frage, wenn das stimmt, erstmal vorausgesetzt, das stimmt, wenn das Internet das auch macht, dann macht es das viel schneller und viel extremer. Das bedeutet, dass wir das, wo wir eigentlich versuchen, mit Transparenz und Beteiligung und so weiter möglicherweise mehr gesellschaftliche Beteiligung und Demokratie zu schaffen, momentan erleben, dass genau das Gegenteil passiert. Eine viel größere Spaltung der Gesellschaft in einem Tempo, wo wir gerade noch am Anfang stehen. Wir erleben das bei Wahlen, politischen Wahlen und verschiedenen anderen Situationen, dass da offensichtlich etwas im Gange ist, wo wir nicht genau wissen, woher das kommt, was da passiert. Und es scheint wichtig zu sein, dahin zu gucken. Deswegen finde ich diese Veranstaltung hier heute Abend und die Reihe Digitale Mündigkeit als etwas ganz, ganz Wichtiges. Mündigkeit, da haben wir noch ein Wort, über das wir sprechen. Was ist Mündigkeit eigentlich? Mündigkeit ist, wenn jemand erwachsen wird. Und jetzt kann man sich fragen, wann werde ich erwachsen? Da hat jemand mal was dazu gesagt, nämlich das Thema Aufklärung. Der liebe Herr Kant hat da mal vor ein paar Jahren was dazu gesagt, 1784 war das, glaube ich. Er hat gesagt, die Aufklärung ist das Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Den Satz kriegen die meisten sogar noch hin, wenn man fragt, was verstehen Sie denn unter Aufklärung und so. Und das muss man sich jetzt mal klar machen. Und jetzt, ich zitiere einfach noch mal kurz, Herr Kant, was das bedeutet eigentlich, weil er hat ja noch was dazugefügt zur Erläuterung. Er sagt nämlich jetzt, also Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit und Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Wenn Sie jetzt so einige Tendenzen in dem Thema Digitalisierung in der wirtschaftlichen Entwicklung betrachten, ich nenne Ihnen mal nur zwei Beispiele, dann würde ich heute Abend die These mal kurz aufstellen und in die Diskussionen bringen. Wir erleben gerade einen Frontalangriff auf die Aufklärung. Ein Beispiel, also sprich, da versuchen andere, sich sozusagen selbst ermächtigend, gar nicht von uns ermächtigt, unseres Denkens zu ermächtigen. Google, schönes Beispiel, wenn Sie in Google in der Suchleiste etwas eingeben, werden Sie erleben, dass die Frage schon fertiggestellt ist, bevor Sie sie zu Ende geschrieben haben. Und die Google-Leute sagen auch ganz klar, wir versuchen, so gut wie möglich zu werden, um schon vorauszuahnen, was derjenige sagt oder wissen will, sozusagen, der da vorne sitzt. Und wenn Sie das mal ein bisschen genauer beobachten, werden Sie feststellen, die werden immer besser. So, wir können aber noch einen Schritt weiter gehen. Ich weiß nicht, wer das von Ihnen weiß, aber Amazon hat im Jahr 2013, im Dezember, ein Patent angemeldet. Und zwar ein Patent zum Predictive Shipping. Wissen Sie, was das ist? Wer kennt das Patent oder wer weiß von diesem Patent? 1, 2, 3, 4, 5. So, Sie sehen hier, da sind, ob das Digital Natives oder Immigrants sind, wissen wir nicht, aber zumindest welche, die ein bisschen was mitbekommen haben. Etwas, was nicht ganz unwesentlich ist. Predictive Shipping bedeutet, Amazon hat bereits begonnen mit einem Prinzip, die Waren zu versenden, bevor sie sie bestellt haben. Jetzt werden Sie lachen. Ja klar, das können die ja gar nicht. Ist ja Quatsch, weil die wissen ja gar nicht, was ich bestelle. Doch, doch. Das wissen die schon. Das Interessante ist, Sie wissen das noch nicht.
Sie wissen zum Teil noch nicht, was Sie gleich bestellen werden. Amazon weiß das schon. So, das hat ganz bestimmte Hintergründe. Vielleicht kommen wir dem einen oder anderen da auch noch weiter hin. Aber das erstmal mitzubekommen, das müssen wir erstmal, die davon betroffen sind. Die meisten von Ihnen werden es gar nicht bemerken. Und das ist das, was bei dem Thema Angriff auf die Aufklärung das Gemeine daran ist. Sie werden sich sogar darüber freuen. Nehmen Sie nur das Zukunftsszenario, Sie klicken bei Amazon auf den Knopf und in dem Moment, wo Sie klopfen, nochmal heute erleben wir, dann haben Sie eine Sekunde später in der E-Mail-Bestätigung, ja, wird ausgeliefert. Das werden Sie in ein paar Jahren anders erleben. In ein paar Jahren ist das nämlich so, wenn Sie auf den Knopf drücken, klingelt es bei Ihnen an der Tür. Und eine Stunde Lieferung, das will doch gar keiner mehr, sondern da klingelt es an der Tür und da sagt er, hier, bitteschön. Sie halten das für einen Scherz oder für ein Zukunftsszenario? Sie können dieses Patent jederzeit auf der amerikanischen Webseite des Patentamtes frei runterladen. Gucken Sie sich das einfach mal an. Also auch das ist digitale Teilhabe. Das steht uns allen zur Verfügung, sich darüber zu informieren. Wenn ich auf diese Themen gucke, schwanke ich zwischen Faszination und Erschrecken. Immer wieder. Bei ganz vielen dieser Themen. Und ich habe vor ungefähr 4 Wochen war in Hamburg eine große Digitalisierungskonferenz, die Solutions. Und dort habe ich einige Vorträge gehört und zwei, die vielleicht diese beiden Pole, die Bandbreite des Themas nochmal deutlich machen. Eine Seite von Jay Tuck, ein langjähriger, 35 Jahre lang NDR-Korrespondent und Reporter, hat ein Buch geschrieben und hat auch viel recherchiert und hat gesagt, die künstliche Intelligenz wird uns töten. Und er hat einige gute Beispiele dafür genannt. Weil die amerikanischen Drohnen zum Beispiel, die mittlerweile noch muss jemand auf den Knopf drücken, wenn die in Afghanistan da jemanden umbringen. Er sagt ganz klar, technisch muss das nicht mehr sein. Weil da können Sie die Drohne können Sie losschicken, da können Sie einprogrammieren, wer das Ziel ist. Und dann fliegt die alleine los und wenn sie ihn gefunden hat, dann erledigt sie das. Ist heute rechtlich noch so eine Grauzone, ist aber technisch überhaupt kein Problem. Das ist so die eine Seite. Er ist übrigens... ja, das für deine Zukunft ist das schwierig, das kann ich verstehen. Da würde ich wahrscheinlich ähnlich reagieren, wenn ich jetzt in dem Alter wäre. Aber jetzt hätte ich vielleicht erst die andere, die schöne Seite zeigen sollen, weil die gibt es natürlich auch. Es gab eine Frau, Roya Mahbou, eine Afghanin, mit 30 Jahren gehört sie sozusagen zu den Digital Natives. Die erste afghanische CEO einer Firma, die sie selbst gegründet hat, die einen ganz wunderbaren Vortrag gehalten hat darüber und gesagt hat, das Internet ermöglicht uns Menschen, dass eine ganze Kultur vollkommen anders auf Frauen und Menschen guckt, also ein ganz anderes Bild entwickelt und jeder hat, sie bezieht das natürlich jetzt auch auf ihr Land, wo sie herkommt, aus Afghanistan, jeder hat die Möglichkeit, sich damit durch ein besseres Leben zu gestalten. Und wenn man sich damit beschäftigt, kann man wirklich sagen, das stimmt absolut. In den Ländern ist das etwas, was ganz vielen Menschen eine Freiheit, einen Lebensraum eröffnet, der für sie sonst überhaupt nie zugänglich wäre. So, vielleicht sind das mal so die beiden Pole dieses ganzen Themas. Da wollen wir gleich noch weiter einsteigen. Ich würde eine Sache kurz, damit wir nur so ein bisschen ans Erleben kommen. Wir reden über digitale Teilhabe. Ich würde gerne mit Ihnen einmal auf den Bildschirm schauen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so möglich ist. Ob Sie, ja. So, Sie haben die Möglichkeit, heute Abend direkt teilzunehmen. Wir sind ja digital und versuchen jetzt mal, wir machen ein kleines Experiment. Jeder von Ihnen, der ein Smartphone hat, hat jetzt die Möglichkeit, das herauszuholen, ins Internet zu gehen, sich zu beteiligen an dieser kurzen Umfrage. Mein Motiv zur heutigen Veranstaltung zu kommen ist, das geht folgendermaßen, Sie geben einfach in Ihrem Browser www.menti.com ein und geben dort den Code ein, 77245. Wenn Sie das machen, sehen Sie diese 5 Fragen und Sie können selber kurz abstimmen und sagen, was Ihr Motiv war, sozusagen heute hierher zu kommen. Weil Sie sagen, Mensch, ich würde gerne neue Menschen treffen, das Thema inhaltlich ein bisschen besser kennenlernen oder ich möchte nachher einen Drink genießen hier mit den Beteiligten zusammen. So. Und diejenigen, die das machen, hat das schon irgendjemand gemacht? Ach so,
Okay, sehen Sie, oh, das ist ja ein Ding. Das ist, sehen Sie, da, so ist das wieder mit dem. Das kommt, ist natürlich die andere Seite. Gehen Sie mal auf Next Question eventuell, wenn Sie das... Was sagt er? Submit. Also, wenn Sie sozusagen anfangen, das ist die zweite Seite, normalerweise sollte eigentlich die erste Seite bei Ihnen jetzt kommen. Die kommt nicht bei Ihnen? Ja. So sieht's aus. Was passiert jetzt? Ach, da kommen die ersten. Wollte gerade sagen, irgendjemand hat es geschafft. Wahrscheinlich diejenigen, die jetzt online zugeschaltet sind. Weil, bitte? Das weiß ich gar nicht genau, ob es hier WLAN gibt. Gibt es. Ich will das aber gar nicht, wissen Sie, sehen Sie, zack, 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 hier unten können Sie sehen, wir sind jetzt schon bei 16, 18, 22, es funktioniert. Es wird jetzt in Echtzeit, werden alle die, die das in ihrem Smartphone sozusagen nutzen, Sie müssen sich nicht einloggen, Sie müssen, ne, also die Barriere sozusagen ist sehr gering. Und trotzdem werden viele von Ihnen jetzt denken, ich kann jetzt, bin jetzt nicht dabei. Digitale Teilhabe schließt im Moment noch eine Menge Menschen aus. Und es hört sich immer so leicht an und so schön. Da gibt es so die drei Kriterien. Ne? Ich muss erstmal die Fähigkeit haben, überhaupt irgendwo reinzukommen. Das heißt, Sie müssen jetzt erstmal ein Handy haben, ein Smartphone haben. Dann müssen Sie wissen, was ein Browser ist. Sie müssen den auch bedienen können. Dann müssen Sie die richtigen Ziffern da eingeben können. Wenn Sie Ihre Brille zu Hause vergessen haben und das nicht mehr erkennen können, ist auch schon schwierig. So. Dann ist, das ist so das eine, Sie müssen Deutsch sprechen und verschiedenste Dinge können. Sie müssen auch wissen, wie Sie in Ihrem Internet, das, wie Sie in Ihrem Smartphone das Internet einschalten. Gut, das sind so ein paar Barrieren, über die wir auch sprechen werden. Und dann sehen Sie, jetzt stellen Sie sich mal kurz vor, so etwas wird in Zukunft sein, und es geht nicht um eine kurze Abfrage, mit welchem Motiv Sie hier sind. Sehen Sie, das Thema inhaltlich kennenzulernen, da kommen gerade... Da sind wir bei 3,7, also viele Motive. Ein Drink bekommen ist auch hoch im Rennen. Neue Menschen zu treffen ist auch ein Thema. Das heißt, Sie haben hinterher auch noch sehr die Möglichkeit, sich untereinander ein bisschen auszutauschen, neue Menschen zu treffen. Aber wir sehen gerade auch neue Perspektiven zum Thema zu erhalten. So, ist ein großes Thema. Und für Veranstalter ist es wichtig, die Motive der Menschen zu wissen, die kommen, weil anders können wir ihnen ja gar nicht das bieten und geben, sozusagen einen möglichst großen Nutzen zu stiften. So etwas wird in Zukunft selbstverständlich sein, in Veranstaltungen wie zum Beispiel dieser Art von Diskussionen. So etwas wird in Zukunft eine ganz andere Art von Beteiligung in Großgruppenveranstaltungen sein. Sie merken, wie einfach das geht. Wenn wir jetzt weiter gucken, ach so, genau, ich habe ganz kurz, Sie haben das erlebt, wenn ich jetzt hier umschalte, ach, da kommen schon die ersten, genau, toll, 42, Meeting People, wie wird die Zukunft? Die nächste Möglichkeit, und das werden wir nach dem Vortrag von Frau Borg steht, sozusagen stehen lassen. Hier kann jeder seine Frage, die er ans Podium nachher hat, eingeben. Das heißt, Sie sind herzlich eingeladen, sich jederzeit mit Fragen zu beteiligen an dieser Diskussion, die hier vorne stattfindet. Das lassen wir nachher offen stehen. Jeder kann sich beteiligen. Wir sehen das hier vorne auch auf dem Monitor sozusagen und Sie haben die Möglichkeit, sich zu beteiligen. Da wir aber, wie wir gerade festgestellt haben, auch eine Menge digitale Immigranten hier haben, wird es nachher auch die Möglichkeit geben, tatsächlich einfach kurz zu sagen, hallo, ich möchte gerne mal das Mikro. Dann haben Sie auch die Möglichkeit, sich analog zu beteiligen und Fragen zu stellen. Vielleicht eine kurze Frage, wer von Ihnen hat denn eigentlich jetzt ein Handy hier, mit dem man hier ins Internet gehen kann? Drehen Sie sich mal kurz um. Das ist schon eine ganze Menge. Also ich würde sagen, da liegen wir schon so um die 80%. Jetzt nochmal eine ganz kurze andere Frage. Wer von Ihnen zählt sich sozusagen zu den Anfängern in diesem ganzen Themengebiet? Wer zu den Mittleren und wer zu den Experten? Mal kurz, wer würde sagen, ich bin hier noch ein bisschen Neuling und Anfänger in dem Themengebiet? So? Ja, gut, sind so ein paar. Wer würde sagen, ja, ich kenne mich so ein bisschen aus, habe auch ein bisschen Ahnung und so? Ja, das sind die meisten. Und wer würde sagen, warum sitze ich eigentlich nicht hier vorne?
Schauen Sie bitte einmal, hervorragend, genau, das sind durchaus, ich würde mal so grob kurz schätzen, weil wir müssen ja analog müssen wir schätzen, digital hätten wir jetzt eine exakte Zahl sofort, wenn ich diese Frage gestellt hätte. 20 Personen, also wir werden feststellen, auch das, es hat einen Grund, die digitale Teilhabe, weil das ist ja schön, dass wir, wie Herr Meier sagt, wir haben hier vorne Experten sitzen, aber wir wollen natürlich auch mit Ihnen reden. So, das war eine sehr kurze Einteilung. Liebe Frau Borgstedt, ich würde Sie bitten, vielleicht uns einen etwas differenzierteren, vertiefenden Eindruck zu geben über die unterschiedlichsten Arten, Gruppen von Menschen und so weiter, die sich im Internet befinden. Ich stecke hier einmal kurz was um und wenn das klappt, übergebe ich Ihnen das Wort. Danke. Vielen Dank. Ja. Ja, schönen guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Ich fasse Sie doch noch mal einmal so zusammen. Ich glaube, zu Differenzen kommen wir noch früh genug heute Abend. Ja, ich werde starten mit einem kurzen Intro zur Frage des Abends. Digitale Chancen für alle gleich oder doch vielleicht eher nicht. Ich fange mal mit den einfachen Nachrichten an. Davon haben Sie auch schon ein bisschen was gehört bei der Einführung. Ups. Wie es Ihnen nicht entgangen sein wird, ist das Internet in der Mitte der Gesellschaft angekommen. 61% der Menschen in Deutschland sagen mittlerweile sogar, dass sie sich ein Leben ohne Internet überhaupt gar nicht mehr vorstellen können. Das heißt also, Internet ist nicht nur wichtig, sondern ist für viele mittlerweile zu einer ganz unverzichtbaren Infrastruktur im Alltag geworden. Das haben wir eben auch als Entwicklung über die letzten 4-5 Jahre sehr deutlich gesehen. Wir begleiten diesen Prozess jetzt schon einige Jahre gemeinsam mit dem Deutschen Institut für Vertrauen und Sicherheit im Internet. Und als wesentliche Treiber der letzten Jahre haben sich dabei eben ja, bestimmte Dinge auch rauskristallisiert. Zum einen ist ein großer Treiber eine bestimmte Altersgruppe, gerade die 50- bis 64-Jährigen legen hier deutlich zu. Strukturell ist ein Treiber auch die wachsende Bedeutung von Messenger-Diensten und sozialen Netzwerken, natürlich auch in der Alltagsorganisation überhaupt. Und auch in dieser Altersgruppe speziell und des Weiteren auch die Etablierung von mobilen Diensten, dass sozusagen auch all diejenigen, die nicht über PCs sozialisiert sind, über Smartphone und Apps sehr einfach Zugänge finden können. Man könnte sozusagen auch zusammenfassen, online zu sein, ist in Deutschland mittlerweile Normalzustand. Und daraus folgt auch, ohne digitale Teilhabe keine soziale Teilhabe. Warum eigentlich und was bedeutet dieses Wort Teilhabe, das hier jetzt schon häufiger so kursiert ist? Teilzuhaben bedeutet eigentlich ganz grundlegend an den umfassenden Infrastrukturen und Angeboten einer Gesellschaft auch tatsächlich partizipieren zu können und dadurch eben genauso wie andere Menschen auch private und berufliche Chancen erlangen zu können und verwirklichen zu können. Nun ist es aber eben so, wenn der Alltag überwiegend digitalisiert gesteuert ist, dann ist eben soziale Teilhabe auch immer mehr nur möglich, wenn diese digitale Teilhabe gewährleistet ist. Ja, wie sind nun die Teilhabechancen in Deutschland verteilt? Das ist ja eigentlich die zentrale Frage. Häufig macht man sich da sehr einfach und guckt einfach, wer ist online und wer nicht. Wir werden gleich sehen, das führt uns nicht besonders weit. Ich will jetzt Ihnen aber trotzdem nicht vorenthalten. Wir wissen, dass ca. 16% der Deutschen immer noch Offliner sind und diese Gruppe ist auch soziodemografisch recht klar beschreibbar. Das sind eher ältere Menschen, sie haben eher eine einfache Bildung und ein geringeres Haushaltsnettoeinkommen. Wir sehen aber auch hier deutliche Entwicklungen. Wir beobachten eine Gruppe der, wenn man so will, Passiv-Onliner, diejenigen, die sagen, ach, eigentlich ist es schon interessant, da gibt es eine ganze Menge Sachen zu machen und auch zu kaufen und zu finden und überhaupt. Ich habe nur gar keine Lust, mich da selber noch reinzufuchsen. Ich frage da einfach andere. Ein Zitat sehen Sie hier auch auf der Folie. Also unser Jüngster, das ist so ein IT-Spezialist und bevor ich dann da irgendwas mache, da sage ich lieber, Uwe, wie sieht es denn aus? Hast du heute Abend noch mal Zeit? Also diese Gruppe wird größer. Also die delegieren einfach entsprechende Online-Kompetenz. So, wenn wir da stehen bleiben würden, das wird eigentlich nicht reichen, denn wir sehen, dass auch innerhalb der Online-Bevölkerung sich zunehmend neue Gräben auftun und dass nicht alle Menschen das Gleiche machen im Internet.
Und deshalb haben wir uns überlegt, wir müssen eigentlich so die Gesamtheit der Haltungen gegenüber der Digitalisierung mal erfassen in ihrer Breite, qualitativ und die dann eben auch quantitativ vermessen. Wie relevant sind die denn in bestimmten Bevölkerungsgruppen? Und da ist dann so ein zweidimensionales Modell entstanden, gemeinsam mit dem DIFSI, was auf der vertikalen eben die soziale Lage verortet, also Einkommen und Bildung, also Gruppen, die höher angesiedelt sind, haben sozusagen mehr Einkommen, mehr Bildung. Und auf der horizontalen sehen Sie also die entsprechende Haltung gegenüber dem Internet, von Überforderung und Skepsis bis hin zu Begeisterung und Identifikation. Und wenn wir jetzt gucken, wo sich die Menschen in Deutschland da entsprechend verteilen, sehen wir 7 Gruppen. Das fängt dann ganz links an bei den internetfernen Verunsicherten. Hier finden Sie tatsächlich sehr viele Offliner, die eher sagen, oh, das Internet, das macht mir auch Angst und ich habe da Angst, mit einem Knopfdruck alles Mögliche zu löschen und alles kaputt zu machen, da lasse ich lieber die Finger von. Vorsichtige Skeptiker, verantwortungsbedachte, etablierte, unbekümmerte Hedonisten. Und dann kommen wir sozusagen so zu dem Bereich derjenigen, die wirklich im Netz leben und online einfach ihren gesamten Alltag gestalten. Effizienzorientierte Performer, souveräne Realisten, Netzenthusiasten. Also überall, wo es rot ist, sehen Sie, die sind quasi mit dem Netz auch irgendwie verwoben und dort entsprechend sozialisiert. Wobei es eben auch nicht nur Jüngere sind, muss man dazu sagen. Also Sie finden letztlich auch alle Altersgruppen eigentlich in allen Gruppen wieder. Wir nehmen auch an, dass da die Altersfrage immer weniger relevant ist. Wird, sondern es ist immer mehr auch eine Frage der Lebenswelt wird. Und je weiter blau es wird, desto eher ist die Haltung, da bin ich eher skeptisch und vorsichtig oder ich traue mich nicht so richtig ran. Ich möchte Ihnen 4 Gruppen ganz kurz vorstellen, und zwar 2 aus diesem bläulich-blass-rosa Bereich, vorsichtige Skeptiker und unbekümmerte Hedonisten und die souveränen Realisten und die Netzenthusiasten. Ganz kurz, dass Sie mal kurz einen Eindruck haben, was das so für Leute sind. So ungefähr könnten sie aussehen. Die vorsichtigen Skeptiker eher zurückhaltend, eher ängstlich und vor allen Dingen mit einer hohen Sensibilisierung für Gefahren. Also das Internet ist eigentlich eher so eine, wird eher aus einer Gefahrenperspektive betrachtet. Was könnte ich verlieren? Was könnte passieren? Und man findet auch hier in dieser Gruppe, dass sich alles viel zu sehr eigentlich um diese virtuellen Welten dreht und dass dem eigentlich zu viel Bedeutung beigemessen wird. Eine ganz andere Gruppe, die unbekümmerten Hedonisten, die sagen, Internet halt auf jeden Fall fast nur Vorteile, ist super schnell, kostet nichts, ich kann was erleben. Und das ist vor allen Dingen hier eben für viele die Entertainment-Zentrale. Hier passiert vor allen Dingen alles, was in der Freizeit stattfindet. Es ist auch eher ein sorgloser Umgang. Und wenn er nicht sorglos ist, dann ist es eher so ein, ja, ich weiß auch nicht, was wäre denn eigentlich eine Gefahr, die mir da drohen könnte? Oder wenn man fragt, Online-Banking, mit welchen Risiken könnte das behaftet sein? Ja, keine Ahnung, kann sein, dass das Geld weg ist, aber ich habe da eh nicht so viel Geld auf dem Konto rumliegen und eigentlich ist mir das dann auch egal, da kann bei mir eigentlich auch keiner was abräumen. Ich weiß, dass ich nichts Illegales posten sollte, das beachte ich auch meistens. Aber also wie gesagt, es sind so eher unbedarfte, pragmatische Zugänge. Und ja, also eher eine unbekümmerte Haltung, man will mitmachen, weiß aber nicht genau, was man dort eigentlich vielleicht auch immer tut. Netzenthusiasten, das ist eine Gruppe, das versteht man, glaube ich, meistens unter dem, was so unter Digital Natives läuft im Allgemeinen. Die häufig auch etwas Jüngeren, die eben von sich auch sagen, ich liebe das einfach, das ist meine Welt und darauf kann ich nicht verzichten. Die sind sehr souverän im Umgang mit dem Netz oder überhaupt mit digitalen Themen und Medien. Und machen sich auch Gedanken um Datenschutz, aber eben vor allen Dingen so mit Blick auf, was bedeutet das für meine soziale Reputation, wie kann ich mich wo vernetzen, wo ist vielleicht was gefährlich oder wo gibt es irgendeine falsche Information. Aber sie sind da auch eher unbedarft und sagen, ich finde, das Internet ist eigentlich das Beste, was die Menschheit schaffen konnte. Ganz interessant. Die nächste Gruppe ist eine eher neue Gruppe, die wir gefunden haben, sozusagen, die sich so in den letzten Jahren ein bisschen herausentwickelt hat. Das sind so unaufgeregte Intensiv-Onliner erster Stunde. Die sagen sich aber, ja, das Internet ist halt total wichtig, aber ich möchte nicht, dass man da so einen Hype drum macht. Und die grenzen sich auch sehr stark ab von dem, was sie häufig internetbetrunkenen Mainstream nennen. Alle, die nur noch alles online machen wollen und so weiter. Das ist
einfach total übertrieben. Man muss da realistisch mit umgehen, man muss die Gefahren einschätzen und wir müssen uns auch wirklich Gedanken machen, was das so in einer globalisierten Welt eigentlich bedeutet, wenn darüber sehr vieles gesteuert wird. Ja, auch jetzt noch mal wieder ein Blick zurück auf das Gesamtmodell. Wir haben auch hier Teilhabe gerade bestimmt, also dass wir gesagt haben oder untersucht haben, wer ist denn wie stark involviert oder wer kann wie stark teilnehmen. Das heißt, wir haben hier oben bei diesen rot eingefärbten Gruppen eher einen hohen Grad an digitaler Teilhabe. Das wird gemessen an Wunsch an Digitalisierungsprozessen teilzuhaben, darüber informiert zu sein, mitzumachen und auch auf der anderen Seite sich souverän und kompetent zu fühlen. Wohlgemerkt ist die Selbsteinschätzung an dieser Stelle. Und die sagen also, ja, wir sind hier eigentlich drin und wir haben das Gefühl, teilzuhaben. Auf der anderen Seite eine geringe Teilhabe dann eben bei denjenigen, die eher nicht im Netz sind. Und interessant ist eben dieser mittlere Bereich, wo viele Gruppen dabei sind, die sagen, ich möchte eigentlich mitmachen und ich möchte an diesen Chancen auch entsprechend partizipieren, aber ich kann nicht so richtig. Ich fühle mich unsicher, ich bin nicht sicher, ob das gut funktioniert und ich weiß nicht, wie das geht. Und das ist sicherlich ein ganz wichtiges Potenzial. Jetzt könnte man sagen, ach, wenn ich mir das so angucke da unten, das sind ja auch alles irgendwie Ältere, das wird sich ja wohl irgendwie auswachsen und mit der Zeit löst sich dieses Problem von ganz alleine und alle sind online und dann ist alles gut. Da sehen wir also, dass das eben sehr kurz greift, wird Ihnen auch schon deutlich sein, wenn man eben diese unterschiedlichen Zugänge der Gruppen anschaut und vor allen Dingen auch, wenn wir uns mal die nachwachsenden Generationen angucken. Zum Beispiel auch eine Studie in diesem Kontext, die unter 25-Jährigen. Wie sieht das da aus? Auch ähnliches Modell, pragmatische, souveräne, unbekümmerte. Sie sehen dort, das sind dann insgesamt schon 72%, die einfach in der digitalen Welt komplett zu Hause sind. Aber auch hier immerhin 28%, die eine gewisse Distanz haben, sei es sehr bewusst, also eher verantwortungsbedacht oder auch vorsichtig oder auch in dem Gefühl, hier bin ich irgendwie abgehängt, hier komme ich nicht mit und hier kann mir auch keiner helfen. Da sind wir eigentlich auch in dem Bereich Sozialisation. Wer beeinflusst denn eigentlich, wie souverän oder wie unsicher ich mich hier entsprechend bewege und wann geht das eigentlich los? Bei den Jugendlichen ist ja offenbar schon fast alles gelaufen. Die sind ja irgendwie schon in ihren bestimmten digitalen Lebenswelten beheimatet. Wir gucken uns mal an, wann das überhaupt losgeht. Wir haben auch eine Studie gemacht mit 3- bis 8-Jährigen. Und da waren wir sehr erstaunt, dass also bei den 3-Jährigen schon jeder 10. regelmäßig online ist. Bei den 6-Jährigen jeder 3. und bei den 8-Jährigen über die Hälfte. Wir haben uns natürlich auch gefragt, wir sind auch zu denen nach Hause gegangen und haben mit denen da so einiges angeschaut und haben uns natürlich auch gefragt, wie surft man eigentlich so, ohne lesen und schreiben zu können? Ist ja schon mal interessant zu erfahren. Und wir haben erfahren, das funktioniert ziemlich gut, das geht mit Farben, Symbolen und so weiter. Da können eben auch 3-, 4-Jährige die letzten aufgerufenen Videos ohne Probleme irgendwie wiederfinden und sich eben entsprechend orientieren. Und das ist sicherlich auch eine ganz wichtige Information. Es geht also sehr früh los. Und welche Rolle spielen die Eltern dabei und andere Ansprechpartner? Das haben wir uns auch im Vergleich mal angeguckt. Da unten sehen Sie eine Altersachse von 3 bis 24 Jahren. Und Vater und Mutter als wichtige Ansprechpersonen in Sachen Digitalisierung und Internet sehen Sie bei den Kindern noch sehr, sehr, sehr weit oben. Und Sie sehen, das ist also so im Absteigen begriffen, ne? Und wird überholt von den Freunden mit circa 14 Jahren. Die Freunde sehen Sie in der roten Linie dort. Die werden also immer wichtiger als Ansprechpartner. Lehrer haben mal so ein kleines Hoch und es geht dann aber schnell wieder vorbei. Aber also die Eltern wissen ja sogar um dieses ganz kurze Zeitfenster und dass ihre Monopolstellung da also ganz schnell wieder wegbricht. Und gleichzeitig sind sie aber so überzeugt davon, dass das extrem wichtig ist. Also 65% der Eltern in Deutschland sagen, wenn ich meine Kinder da nicht richtig vorbereite, dann werden die von der Gesellschaft abgehängt sein. Also wir haben so ein ganz hohes Bewusstsein, dass da was passieren muss und gleichzeitig extreme Unsicherheiten unter all diesen Eltern. Auch dort haben wir uns die Gruppen angeschaut. Und ich möchte Ihnen nur ganz zum Schluss, bevor wir in die Diskussion starten, 2 Gruppen vorstellen. Natürlich gibt es unter Eltern auch welche, die sagen, es wird schon irgendwie, ich begleite das einfach und bin immer mit dabei und das wird schon laufen. Aber der Großteil hat wirklich ganz, ganz viele ganz basale Fragen auch.
Auch hier nochmal ein Blick in die Gruppe der unbekümmerten Hedonisten. Die haben auch Kinder. Und zwar sind das innerhalb der Gesamtbevölkerung auch 18%, die eben Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren zu Hause haben. Und genauso wie Sie Spaß und haben im Internet und viel Zeit dort verbringen, möchten Sie das auch Ihren Kindern ermöglichen. Und zwar auch im besten Sinne, im Sinne von, die müssen das früh auch können, Anwendungen starten und so weiter. Mein Kind ist erst 4 und das kann schon dies und das und das. Also das heißt, das ist die Kompetenz, bestimmte Anwendungen starten zu können. Und das möchte ich fördern. Ich tue etwas Gutes für mein Kind. Und ansonsten ist ja eben eine ausgeprägte Laissez-faire-Haltung zu finden und auch ein Glaube daran, dass Kinder sich hier selbst sozialisieren und keine Begleitung brauchen, denn digitale Medien heute sind sowieso selbsterklärend. Also das entscheiden die Kinder selber, weil umso mehr ich Fernsehen, Computer und sowas verbiete, umso mehr Interesse zeigen sie daran. Ich gucke da nicht so auf die Uhr. Das heißt, wir haben auch abgefragt, dürfen die eine bestimmte Zeit, muss man dann ausschalten und so weiter. Hier also eher nicht, also eher viel hilft viel. Und dann nochmal eine andere Gruppe, auch so eine eher skeptische Gruppe, ordnungsfordernde Internetlaien in der Elternschaft. Hier wird eben auch die Verbreitung digitaler Medien als unumgänglich zwar akzeptiert, aber man sagt dann eher, weil es eben so gefährlich ist, soll mein Kind eher nicht oder erst ganz spät oder ich weiß auch nicht genau und ich weiß auch nicht wie und ich weiß auch nicht, wer mir da helfen kann. Der Zugang zum PC ist schon beschränkt. Ich kenne mich damit ja auch nicht gut aus. Wenn er, mein Sohn, dann irgendwas verstellt, verstehe ich ja selber nicht, was er da gemacht hat. So, und das zeigt also, es gibt viel zu tun. Deswegen fasse ich noch ganz kurz zusammen. Digitale Teilhabe wird zur zentralen Voraussetzung für soziale Teilhabe. Das habe ich Ihnen ganz kurz mal versucht zu erklären. Können wir gleich auch noch weiter diskutieren. Gleichzeitig driftet die digitale Gesellschaft auseinander. Nicht jeder, der teilhaben will, kann auch teilhaben. Manche fühlen sich überfordert, obwohl sie schon seit Jahren Onliner sind. Und der digitale Alltag der Eltern prägt die digitale Sozialisation der Kinder. Damit reproduzieren sich soziale Ungleichheiten auch im Netz. Das heißt, sie werden einfach weitergereicht. Die Ausstattung mit digitalen Medien führt nicht automatisch zu Chancengerechtigkeit, also was auch häufig ein Glaube ist, wenn alle WLAN haben und alle die Geräte haben und Laptops in jeder Klasse sind, dann wird sich das schon irgendwie regeln. Das führt sicherlich auch zu kurz. Und schließlich als Zusammenfassung, die digitale Kompetenz ist eben auch kein Selbstläufer, sondern wir sehen, dass es eben einen großen Informationsbedarf gibt mit Blick auf Potenziale und aber auch Risiken digitaler Medien. Jetzt freue ich mich auf die Diskussion. Danke. Ich würde vorschlagen, nehmen Sie direkt Platz hier vorne, genau, Frau Borgstedt. Und ich würde Herrn Kammer und Frau Fritsche auch bitten, nach vorne zu kommen. Noch sind freie Plätze, wählen Sie. Und wir stecken noch einmal wieder um, sodass wir dann die Möglichkeit haben. Mitte, ne? Dann haben wir 2 Männer und 2 Frauen. So. Mischen. Genau. So, jetzt müssen wir mal gucken. Achso. Da unten, ja. Achso. Ja. Sie sehen, wir haben schon die ersten Fragen fürs Podium da oben stehen. Ich würde aber gerne kurz starten mit einer ganz allerersten Frage an die Beteiligten hier vorne auf dem Podium. Erst noch einmal ganz herzlich willkommen. Frau Borgstedt, haben Sie ihn alle gehört. Verena Fritsche, wir beide kennen uns schon viele Jahre, deswegen werde ich Sie mit Du ansprechen, nur dass Sie sich nicht wundern. Und Herr Matthias Kammer vom DESI, ganz herzlich willkommen. Ich fange hier vielleicht einmal noch mal kurz an. Du hast noch nicht gesprochen heute Abend sozusagen. Die erste Frage an dich vielleicht, wenn du an das Thema digitale Teilhabe, Digitalisierung denkst, aus der Sicht, das würde ich gleich die anderen beiden auch nochmal fragen, was sind aus deiner Sicht die größten Chancen, aber auch die größten Risiken in dem Thema? Ja, sehr allgemeine Frage. Ich versuche das kurz zusammenzufassen. Also die Chancen sehe ich darin, dass jeder technische Fortschritt, was ja auch die Digitalisierung ist, unendliche Möglichkeiten bereithält und uns ja auch das Leben leichter macht. Also wir denken einfach mal an selbstfahrende Autos, an selbstbefüllende Kühlschränke oder auch smartes Home. Das ist ja alles sehr angenehm. Das heißt, wir können uns das Leben leichter machen. Wer hat das nicht gerne? Das ist, denke ich, was Schönes. Oder wenn wir ein bisschen weiterdenken an eingeschränkte Personen, zum Beispiel, wenn die die Möglichkeit haben, wieder ein besseres Leben zu führen. Es gibt ja zum Beispiel jetzt auch schon Prothesen oder Gelenke, die man einfach durch Gedanken steuern kann.
Oder ich habe letztens auch ein ganz interessantes Beispiel gehört von einem ersten Cyborg, der jetzt anerkannt ist. Der hat ein Implantat im Kopf, der ist geboren worden und konnte nur schwarz, weiß und grau sehen und hat sich jetzt selber was installiert, sodass er Farben hören kann. Und das ist natürlich auch eine schöne Erleichterung für sein Leben, sodass er Dinge auch farblich wahrnehmen kann. Also das sind für mich so die Chancen. Wir können uns das Leben leichter machen, wir können vielleicht auch Einschränkungen überwinden. Und auf der anderen Seite die Risiken, du sagtest ja eben auch selber, du schwankst da immer so zwischen, das geht mir ähnlich, sehe ich darin, wenn wir dran denken, wie die Vernetzung immer weitergeht. Wenn wir überlegen, bald gibt es überall Kameras, Sensoren, Drohnen, die überall rumfliegen. Im Prinzip weiß ja jeder, zu jeder Zeit, wo ich bin, wie ich mich bewege, mit wem ich mich treffe, was ich gerade tue. Und wenn wir noch einen Schritt weiter denken, dass wir demnächst alle alltäglichen Dinge des Lebens nur noch online erledigen, da sind wir jetzt auf dem besten Wege, dann sind ja alle Daten vorhanden und alles sehr offen und transparent. Kann natürlich wieder Vorteile haben für mich, ne? Zeitpunkte Lieferung war ja schon eben ein Beispiel. Aber ich weiß ja auch nicht, was Leute vielleicht mit meinen Daten machen, was ich nicht gerne möchte. Und da graut mir so ein bisschen vor. Okay. Ich würde einmal zu Herrn Kammer gehen. Sie sind Direktor des Deutschen Instituts für Vertrauen und Sicherheit im Internet. Ein langer Titel, eine wichtige Aufgabe. Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Chancen und Risiken? Ich bin 1980 in den Beruf gegangen, 1984 in der IT gelandet und habe über die ganze Zeit miterlebt, wie sich in meinem Leben ungeheuer viel für mich positiv entwickelt hat, weil ich viel mehr Chancen gekriegt habe, meine Form zu arbeiten, mit meinem privaten Leben in einer anderen Weise zu gestalten, als es in dem klassischen analogen Dasein eben notwendig war. Ich habe das also zunächst mal, was die Chancenseite auf der individuellen Ebene angeht, und das ist ja eine Vielzahl von Individuen, als einen Freiheitsgewinn erlebt, mich selbst souveräner organisieren zu können, gestalten zu können. Dazu kommen all die Punkte, die Frau Fritsche schon nannte, was sozusagen die Erleichterung unseres Alltagslebens angeht. Da sehe ich eben sehr viele Chancen. Ich habe im Übrigen mit großem Genuss und Gewinn dazu gewonnen, den Zugang zu Wissen und Informationen zu jeder Zeit an allen Orten und mit einer Qualität, die ich durchaus beachtlich finde. Das sind auf der individuellen Ebene, denke ich mal, so ein paar Schattierungen von dem, was man als Chancen beschreiben kann. Dazu gehört noch ganz viel. Wenn ich das aber jetzt auf der gleichen Ebene mal mit dem spiegle, was das für das menschliche Leben und seine Entwicklung bedeutet, dann hat sich das Maß an erforderlicher Selbstverantwortung auch deutlich erhöht. Ich kann mich massiv selbst ausbeuten, indem ich einfach ständig in einem Modus bin, der mich an die Grenzen meiner Leistungsfähigkeiten bringt, weil ich zu jeder Tages- und Nachtzeit all das zur Verfügung habe, was ich brauche, um das, was ich bearbeiten, voranbringen will, zugänglich habe. Also ich bringe mich selbst in einen Zustand, in den ich mich früher so gar nicht bringen konnte, weil mir die Arbeitsumgebung und die Arbeitsmittel fehlten. Das ist so ein echtes Risiko in der Arbeitswelt, mit dieser persönlichen Freiheit zurechtzukommen, weil man daran selbst als Arbeitgeber auch gar nicht so viel gegen tun kann, wenn man sich in so einer positiven Sicht auf das, was an Möglichkeiten da ist, in solche Situationen bringt. Das zweite ganz wichtige Thema, was man auch, was ich auch durchaus selbst gelernt habe, ist damit umzugehen, dass das, was ich alles an Neuigkeiten, an Informationen zugänglich habe, in einer ganz anderen Weise neu bewerten lernen muss und einsortieren muss, weil Intermediäre dazwischen waren, es Journalisten oder wie auch immer, teilweise eben einfach da nicht mehr dabei sind. Ich muss also selber einschätzen lernen, was ich mir da eigentlich an Qualität oder auch Mist oder sonst was immer in einer ganz dichten Mischung plötzlich zuführe. Und auf der persönlichen Ebene, denke ich, gibt es ein wesentliches Phänomen, mit dem wir uns werden auseinandersetzen müssen. Das, was wir unter Privatsphäre bisher verstanden haben, das verändert sich. Das verändert sich im Leben vieler Menschen, weil sie sich anders einbringen in dieser digitalen Welt, vieles von sich dabei preisgeben
Und Frau Borgstedt hat ja an den Milieus teilweise auch sichtbar gemacht, dass es den Menschen auch nicht immer alles wichtig ist. Man aber auch nicht so richtig einschätzen kann, was man da tut, aber man ist dabei. Da verschiebt sich etwas und das haben wir uns noch nicht richtig anfassen können. Das kann man als Risiko beschreiben. Ich würde es aber vor allen Dingen mal als einen Prozess beschreiben, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Denn ob Privatsphäre immer das sein muss, was wir mal vor 20, 30, 40 Jahren definiert haben, das ist ja auch nicht zwingend. Das können wir ja auch neu miteinander aushandeln. Aber wir müssen uns dessen bewusst sein. So, und dann gibt es ganz harte Risiken, wovon wir persönlich betroffen sein können. Auch in dieser digitalen Welt gibt es eine komplett neue Industrie, eine cyberkriminellen Truppe, die unterwegs ist, die harte Schäden anrichtet, erstmal in der Wirtschaft, in Firmen, aber es kann auch Einzelne betreffen. Und das ist dann schon richtig bitter. Das ist einfach eine neue Qualität, wo dann auch die Institutionen, bei denen wir bislang gehofft haben, dass sie die Chance haben, das zu bekämpfen oder zu bestrafen, also das, was wir beim Staat dann abladen, auch so schnell gar nicht hinterherkommen, weil das für die auch ein komplett neues Phänomen ist und wir da auch so eine gewisse Ohnmacht kennenlernen, dass man vor solchen Phänomenen steht, dass jetzt nicht nur bei Kriminalität, aber bei anderen Phänomenen in dem Kontext auch, stellen wir dann halt einfach fest, das, was wir bisher an Ordnung hatten, das wird schwabberig und funktioniert so nicht mehr und wir müssen uns da auch wieder neu bilden. Deswegen werbe ich sehr dafür, dass wir all diese Prozesse auch in unserem gesellschaftlichen Diskurs miteinander annehmen und sie auch als unsere eigenen Themen betrachten und sie nicht delegieren an Politiker, an den Staat, an irgendwelche Instanzen. Das sind Themen, die uns alle angehen. Denn das, was in dem Kernsatz ja hier steckt, Chancen, sind wir alle dabei oder keine digitale Teilhabe mehr ohne soziale Teilhabe, da steckt ein Kern drin. Zum Abschluss einfach noch ein gesellschaftliche Perspektive da drin. Es ist jetzt, konnte man heute Morgen im Radio hören, ist ja jetzt gerade eine Studie der Bertelsmann Stiftung veröffentlicht worden, die das Institut für Arbeit und Bildung gemacht hat, das IAB, hier auf Hamburg bezogen. 18% der Kinder leben eben in total prekären Verhältnissen. Und eine Aussage in dieser Studie war, sie haben auch keinen Zugang zur digitalen Welt. Und in der Konsequenz, in der das hier beschrieben wurde, heißt das, die sind auf Sicht außen vor. Und das ist, wenn das für junge Leute passiert, was ganz schrecklich ist, denn die werden in diesem Leben zusätzlich noch stigmatisiert, jetzt auch noch durch Abgrenzung von dem, was das digitale Leben auf Sicht bedeutet. Und daran kann man dann nochmal sehen, dass also aus meiner Sicht die Frage, bin ich im digitalen Zeitalter dabei, ein zusätzlicher Verstärker und Unterscheider ist, von dem gehöre ich in der Gesellschaft zu denen, die Chancen haben oder gehöre ich in der Gesellschaft zu denen, die zurückbleiben. Und da werden wir sehr aufpassen müssen. Ich höre eine Unterstützung der These, dass die bestehenden Differenzen eher stärker und größer werden, als dass sich das nivelliert. Okay. Frau Borgstedt, Sie haben schon einiges uns mitgeteilt in der Studie. Gibt es noch etwas, wo Sie sagen, aus Ihrer Sicht Chancen und auch Risiken bei dem Thema Teilhabe? Ich würde mich da anschließen, aber jetzt noch mal so mit Blick auf die Trends würde ich auch sehen, dass das ja stärker auseinanderfällt oder sich auch hier so ein bisschen entscheidet, in welche Richtung geht es denn? Welchen Einfluss nehmen Menschen auch auf die Gestaltung der Prozesse oder auf die Angebote und Infrastrukturen, die da kommen und ob sie so in dieser Form akzeptiert werden oder ob sie irgendwie optimiert werden müssen. Also mir fällt immer spontan dieser blöde Spruch ein, der nach Wahlen kommt, das Volk kriegt die Regierung, die es verdient. Mhm. Ist mal ein bisschen gemein, finde ich. Aber ja. Und so ist es hier, denke ich, auch ein Stück weit. Die Menschen bekommen dann auch das Internet, das sie verdienen, weil man weiß ja auch von Persönlichkeiten, die da soziale Netzwerke herstellen, betreuen, managen, dass denen schon bewusst ist, dass das alles so gut funktioniert, weil den Menschen der Wert ihrer eigenen Daten eben nicht bewusst ist oder weil sie ihn einfach nicht einfordern. Wenn sie kostenlos einen Service nutzen möchten und dafür das eintauschen, ist das vielleicht noch ein ungleiches Tauschverhältnis. Und das wäre eben so ein Beispiel, um zu zeigen, dass das auch jetzt wirklich entscheidend ist,
wo Menschen sagen, da gehe ich nicht mehr mit, das muss irgendwie anders strukturiert werden und da sind dann auch Unternehmen gefordert, oder wo sich das eigentlich verselbstständigt und wir auch bestimmte Grundrechte einfach aufgeben, die vielleicht auch lange erarbeitet wurden kulturell. Ja. Das leitet über für mich zu der Frage, wer ist denn verantwortlich in dem Thema, zum Beispiel für die Chancen zu sorgen und die Risiken zu minimieren? Also in unseren Studien, die das Deutsche Institut für Vertrauen und Sicherheit im Internet macht, stellen wir immer einen Dreiklang fest, bei dem ich in den letzten 4 Jahren auch eine deutliche Entwicklung gesehen habe. Vor 4 Jahren war die Großzahl der Bevölkerung noch so in einer delegierenden Haltung und hat gesagt, andere sind verantwortlich. Aber wir sind doch sehr überrascht, dass nahezu 80% der Befragten sagen, dass sie sich zunächst mal für ihre Sicherheit selbstverantwortlich fühlen. Das ist ja von der Haltung her erstmal eine bemerkenswerte Beobachtung. Gleichzeitig, und das ist das Schwere dann daran, sagen fast genauso viele, sind ein bisschen weniger, sie trauen sich das aber nicht zu. Also sie können es nicht. Wissen, dass sie es eigentlich machen müssten, aber sie sind total unklar darüber, was sie denn eigentlich tun sollten. So, und da kann man jetzt alleine eine lange Geschichte drüber erzählen, warum wir auch ständig durch neue Entwicklungen an dieser Ecke auch subjektiv verunsichert werden, was denn eigentlich die richtige Maßnahme ist. Nehmen Sie nur ein Beispiel. Wir haben jetzt alle irgendwann gelernt, wir brauchen sichere Kennwörter. Und die sehen in einer bestimmten Weise aus. Da gibt es eine Beschreibung mit alphanumerisch und mit irgendwelchen Sonderzeichen und so weiter. Und dann kommt der Mensch, der das erfunden hat, vor vielen Jahren und widerruft sich jetzt im weisen Alter und sagt, das war ein Irrtum, was ich damals gesagt habe. Es nützt alles nichts, dadurch ist nichts sicher. Ja, was soll ich dazu jetzt sagen, wenn ich das höre als normaler Mensch? Wie gehe ich damit um? Ne? So ein Beispiel. So, und dann... Also einmal haben wir diese hohe Selbstverantwortungsbereitschaft oder Haltung dafür. Dann aber wird gleichzeitig von Staat und Wirtschaft gefordert, jeweils für Sicherheit in unterschiedlicher Weise zu sorgen. Und da sind jetzt sehr hohe Werte, die dem Staat diese Aufgabe zuweisen oder der Wirtschaft. Und gleichzeitig kommt beim Staat die Aussage, dem trauen wir es aber nicht zu. Und bei der Wirtschaft, der glauben wir kein Wort. Was auch immer sie sagt, jetzt mal ein bisschen zugespitzt. Und ich finde, das ist ein echtes Dilemma, wenn man im Grunde genommen auf institutionelle Anker setzt und darauf hofft, dass sie einem Schutz und Schirm bieten, so kann man das ja mal beschreiben, und gleichzeitig muss man aus eigener Beobachtung, kollektiver Beobachtung der vielen Befragten sagen, dem Staat trauen wir es nicht zu und bei der Wirtschaft glaube ich kein Wort. So, das ist schon eine schwierige Situation, wenn ich über dieses Verantwortungsdreieck hier nachdenke. Und da haben wir, glaube ich, als Gesellschaft noch viel vor uns, das auch richtig einzufordern. Was wird denn aus den Erkenntnissen der Studie jetzt passieren? Ja, zunächst mal war von uns aus wichtig, erstmal so eine Grundvermessung überhaupt vorzunehmen. Und natürlich entwickeln wir auch gemeinsam entsprechend Handlungspotenziale daraus, also identifizieren eben auch Gruppen und eben auch deren Bedarfe vor allem. Also die Menschen sagen ja schon ziemlich genau, was sie brauchen und sie richten ja auch ihre Meinung an Institutionen zum Beispiel. Das Thema Schule ist total relevant, welche Aufgabe hat denn die Schule in diesem Zusammenhang? So ist das aber nicht hinreichend und was kann man dort eigentlich tun? Also darüber wird dann viel gesprochen. Das heißt, man kann dann auch wirklich diese Potenziale entsprechend aufzeigen und dann an entsprechende Akteure auch herantragen. Und das ist eben auch ein bisschen das Ziel. Also das erste Ziel ist natürlich zu verstehen, wie die Menschen denken, wie unterschiedlich sie sind und dann eben auch ihre Stimme zu nutzen. Also immer dieses Wissen und die Einstellung der Menschen auch als Potenzial zu sehen, etwas zu verändern und diese Chancen zu vergrößern und die Risiken auch zu minimieren und ja, dass man einfach da souveräner umgehen kann auch. Also wir hören den Ruf nach Staat, wir hören den Ruf nach Selbstverantwortung und Bildungsbereichen. Ich stelle dir vielleicht einfach mal die Frage, du kommst, dein Leben hast du großen Teilen im Bildungsbereich verbracht. Siehst du den Bildungsbereich für verantwortlich, die Chancen zu ermöglichen
für alle Beteiligten? Ja, alleine sicherlich nicht. Ich denke, da spielen viele Dinge eine Rolle. Aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil viele einfach nicht Bescheid wissen. Ich glaube, es ist schon eine wichtige Frage, die Leute auch zu qualifizieren. Wir haben das ja hier schon gehört, auch bei dem Thema Eltern. Die sind auch verunsichert, die wissen nicht, was sie tun sollen. Sie wissen nicht, was ist richtig und falsch, was erlaube ich den Kindern, was nicht. Ich finde, da wird schon viel auch aufgenommen. Also nehmen wir mal das Thema Schule. Meine Kinder sind jetzt 11 und 13 und da wird man auch regelmäßig dann eingeladen zu Elternabenden. Da werden die Eltern dann aufgeklärt über Sicherheit im Internet, in Anführungsstrichen, wenn es denn überhaupt möglich ist. Aber im weitesten Sinne wird halt versucht, darüber zu sprechen, worauf muss ich eigentlich achten, was muss ich mit meinen Kindern thematisieren, was muss ich mir angucken und so weiter. Und da erlebe ich aber auch immer wieder, dass viele Eltern einfach damit total überfordert sind, weil die sich damit technisch auch gar nicht auskennen. Also ich bin jetzt auch kein IT-Crack. Ich bin froh, dass ich einen Mann habe, der dann noch ein bisschen weiter ist als ich. Aber viele andere Eltern, die können es einfach auch nicht, weil sie das Wissen nicht haben. Und das ist natürlich dann schwierig. Wie soll man denen das vermitteln? Das wäre die eine Stelle. Da wird aber schon versucht, was zu tun. Die andere Stelle sind natürlich die Lehrer. Kommen wir wieder zum anderen Thema. Auch die sind nicht qualifiziert oder wissen nicht genug Bescheid, sind auch überfordert. Also wer qualifiziert die eigentlich? Und das kann man immer so weiterspinnen, also eigentlich durch alle Bereiche. Und ich fand das auch kürzlich ganz spannend. Da hatte mir ein Kooperationsunternehmen auch gesagt, sie hätten eben einen Experten gesucht im Bereich IT-Security. Und die sind rar gesät. Es gibt also kaum gut qualifizierte Leute in dem Bereich und die haben gesucht und keinen gefunden. Und dann in ihrer Not sind sie dann beim Chaos Computer Club gelandet und haben da einen gefunden, der alles konnte, aber der hatte auch keine Qualifikation, aber er konnte eben alles, was sie brauchten. Ne? Und da ist halt immer die Frage, wo fängt es an und wo hört es auf? Ich glaube, dass viel einfach noch fehlt an Wissen, an Qualifizierung und das muss auf allen Ebenen passieren. Also bei den Eltern, bei den Schülern, bei den Lehrern, bei den Hochschullehrern und so weiter und so fort. Und wer ist dafür verantwortlich? Das ist eine wirklich schwierige Frage, die können wir ja gleich nochmal weiter angehen. Weil das sind eben auch so schlummernde Potenziale. Also wir waren ja überrascht, also es war jetzt nicht Schulbashing, sondern es war eher, oh, da könnte man ja viel mehr machen oder man erwartet sehr viel und die Jugendlichen erwarten sehr viel von der Schule oder berichten ja auch teilweise von irgendwie, was besonders gelingend ist, ist natürlich, wenn Experten von außen kommen, diese Schulbesuche und solche Geschichten, da kam einer von der Polizei oder von der sonst wie Security und so weiter. Und die haben uns mal gezeigt oder per Lifehacking irgendwas vorgeführt. Und wenn die Lehrer erklären können, wie was funktioniert und unsere Fragen beantworten können, gut, das ist immer, was ist legal, was ist illegal, wie kann ich verhindern, dass ich irgendwie sozial gemobbt werde und so weiter und so weiter. Aber wenn die das erklärt bekommen, dann hat das eben doch alles eine sehr hohe Relevanz. Sie sehen nur eben aktuell die Kompetenz oder die zeitliche Verfügbarkeit nicht gegeben. Auch. Gut, aber das kann man ja auch versuchen umzukehren. Also ich glaube, dass viele Jugendliche einfach auch schon besser Bescheid wissen. Ja. Und da muss dann vielleicht auch mal ein Rollenwechsel stattfinden, dass der Lehrer auch was von dem Schüler lernt. Also spricht ja nichts dagegen, dass die auch mal sagen, okay, was kannst du denn eigentlich alles und was kann ich eigentlich von dir lernen? Das finde ich grundsätzlich eben sehr schön, wenn wir auch da, du hattest vorhin im Einleiten gesagt, dass vieles sich auf den Kopf stellt. Und das ist, finde ich, auch in der Bildung so. Also dass es nicht mehr den Lehrenden oder den Lehrern vorne gibt, der allwissend ist und alles kann und alles besser weiß, sondern dass im Publikum, so wie heute auch, ganz viele da sitzen, die vieles vielleicht sogar noch viel besser wissen als hier drüben, hier vorne. Und das ist doch eine tolle Chance. Da kann man auch sagen, okay, dann Schüler XYZ, dann erzähl uns doch mal, wie das funktioniert. Komm mal nach vorne, mach mich mal schlau. Also es wäre ja auch schön, wenn wir gemeinsam lernen, uns gemeinsam schlau machen. Und ich glaube, viele Schüler wissen da viel besser Bescheid als die Lehrer und da kann man ja gemeinsam lernen. Und wer vergibt dann die Noten oder wer wird dann benotet? Das ist eine gute Frage. Ja, vielleicht muss man auch das System nochmal überlegen. Ja, okay. Ich würde gern zu dem Bildungsaspekt noch eins ergänzen. Also es gibt ja die ganze Generationsausschnitt, der im Berufsleben im weitesten Sinne steht, da hätte ich eine ganz große Erwartung, was Qualifizierung angeht, an die Interaktion zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern im weitesten Sinne. Denn die da jetzt tatsächlich aktiv im Beruf sind, müssen natürlich auch auf der Höhe der Zeit sein. Und es gibt fast keinen Arbeitsplatz mehr, wo man ohne digitales Equipment auskommt. Das ist so der eine Teil. Und wenn ich jetzt an Schule denke, weil das so angesprochen, möchte ich doch nur immer noch mal wieder sagen, das ist auch ein bisschen zur Ehrenrettung dieser Debatte. Wir reden hier über ein
eine Institutionenlandschaft. Es gibt in Deutschland, wenn ich es richtig im Kopf habe, 750.000 Schulen. Und dahinter stehen eine große Anzahl von Lehrkörpern. Das sind alles Menschen, die das in ihrem Beruf dazulernen müssen. Die wenigsten, die da jetzt in diesen Beruf hineinkommen, kommen aus einer Generation, die so aufgewachsen ist. Und das muss man sich nur immer wieder klar machen, so wie wir jetzt hier alle darüber reden, was wir so im Laufe des Lebens dazugelernt haben, erwarten wir von Lehrern, dass sie was können, was sie genauso dazulernen wie alle anderen. Und deswegen finde ich dieses Bashing, was da manchmal stattfindet in der Gesellschaft, eigentlich völlig unangemessen. Wir müssen uns einfach nur vor Augen führen, was da geschehen muss. Und ich finde es hervorragend, dass endlich dieser Tanker des Bildungssystems unterwegs ist und sich vorgenommen hat, in den nächsten 10 Jahren, so lange wird es wahrscheinlich auch dauern, durch seine gesamte Struktur des Bildungsangebots durchzugehen und zu gucken, wie kriegen wir das hin, dass Digitales und Analoges und soweit im Unterricht so miteinander verknüpft wird, dass die jungen Menschen gut aufs Leben vorbereitet werden. Das ist die Aufgabe. Und ich bin da hoffnungsvoll, dass das gehen wird, aber wir dürfen auch nicht immer so ungeduldig sein, nur weil es nächstes Jahr schon wieder ein neues iPhone gibt oder so, dass das deswegen auch in den Schulen alles so schnell gehen muss. Wir haben uns dann ein falsches Tempo angewöhnt, was manchmal auf bestimmte Dinge so nicht passt. Also ich frage mich gerade, ob die 18%, die Sie angesprochen haben vorhin, die in prekären Verhältnissen leben, die Kinder, ob wir noch über mehr als über ein digitales Thema sprechen. Weil Sie selber, und ich glaube, das ist in der Studie, kommt das ja auch ein bisschen raus, welche Voraussetzungen habe ich denn überhaupt, um überhaupt ins Digitale reinzukommen? Und diese Voraussetzungen haben nichts mit dem Digitalen zu tun, sondern mit dem Elternhaus, mit anderen sozialen Themen. So, das heißt, und jetzt, ich sag's mal vielleicht etwas provokativ, kann es sein, dass wir bereits in den letzten Jahrzehnten, bevor das Thema Digitalität überhaupt auf den Tisch kam, Dinge versäumt haben, ja, im Bildungsbereich, im politischen Bereich und so weiter. Und jetzt versuchen sozusagen, jetzt starren alle auf die digitale Welt und hoffen, dass dort sozusagen das Heilbringende kommt. Aber eigentlich müssten wir ganz woanders ansetzen. Ja. Gut, man hat sich wahrscheinlich so ein bisschen eine Rettung versprochen. Also man kennt ja auch noch von vor Jahren diese Initiativen WLAN für alle oder dieses Zugang schaffen, Zugang, ja, und vor allem technischen Zugang schaffen, darum ging es. Ja. Das ist ja auch weiterhin wichtig und so weiter. Und das ist ja auch gerade weltweit betrachtet natürlich auch längst nicht abgeschlossen. Darum drehen sich ja auch die zentralen Projekte großer Unternehmen und so weiter. Aber ich glaube, man hat sich da mehr versprochen. Aber das betrifft jetzt nicht, das wäre jetzt auch gemein, das nur auf den Bereich Bildung oder soziale Chancengerechtigkeit zu beziehen. Das betrifft ja schon auch das Internet allgemein. Da sagen ja auch sozusagen viele, die früh gestartet sind, ja, das Internet war eine schöne Idee, das habe ich mir aber auch anders vorgestellt, als das losging Ende der 80er oder so, ja, was sich dort entwickelt hat, als Idee eben ein Raum, in dem demokratisch etwas gestaltet wird, wo jeder seine Ideen einbringt und so weiter. Und wenige Jahre später wird das von einer Handvoll Großkonzerne kontrolliert. Und also diese Art von Entwicklungen und so weiter. Ich glaube, man hat eben generell dem eine riesen Euphorie beigemessen. Und wir haben den Eindruck, auch aus den Studien, auch wenn man eben auch nicht nur Menschen allgemein fragt, sondern vielleicht auch Entscheider, dass man eben sagt, so diese Zeit der Euphorie ist einfach vorbei. Und muss jetzt was anders gestalten oder überhaupt gestalten. Also Sie sprachen ja eben an, ob Digitalisierung jetzt eigentlich die ganzen Probleme schafft. Also ich persönlich, wenn ich das als meine Meinung hier mal deutlich sagen darf, ich empfinde es als einen ziemlichen Skandal, dass in einem hochentwickelten Land wie Deutschland, wo wir auch viel Menschen, auch viel Geld haben, dass wir immer noch die Situation haben, dass das Schicksal der Kinder vom Lebensstatus des Elternhauses abhängt. Es ist uns nicht gelungen, in der Perspektive von Kindern diesen Konflikt mal aufzulösen, indem Kinder auch eine Chance haben, wenn zu Hause nicht so viel Geld ist und wenn die Eltern nicht so eine Bildung haben und wie auch immer. Das ist eine alte Forderung, die wir seit Jahren, Jahrzehnten in der Gesellschaft haben und es gelingt uns nicht, dieses Drama mal aufzulösen. Und das ist, glaube ich, etwas, was durch Digitalisierung eher noch verstärkt wird. Das haben wir ja vorhin gesehen an dieser Achse von links unten nach links oben. Das war die Bildungs- oder die soziale Achse. Und da sind ganz schnell
Menschen mit niedrigeren Einkommen dann auch eher in der Situation, dass sie weiter links stehen. Das konnte man ja auch sehen, das wuchs auch so ein bisschen nach oben. Die Hedonisten macht so eine kleine Kurve da drin, aber ansonsten, und das finde ich ein echtes Thema und darum vorhin ja auch diese 18%. Also wenn man sagen muss, jedes fünfte Kind in Hamburg lebt in Armut und kommt da nicht raus, dann ist das für mich ein Punkt, wo ich einfach nur sagen kann, wir müssen da unbedingt ran. Das soll jetzt nicht heißen, dass das ein Fokus nur darauf ist, aber es gibt eigentlich keinen Grund, dass wir das hinnehmen als Gesellschaft. Und das hat erstmal mit Digitalisierung überhaupt nichts zu tun. Es wird nur verstärkt. So, und das ist, ich finde, nach wie vor ein Skandal, der sich einfach nicht gehört. In der Tat interessant, finde ich. Wir haben hier gerade, ich gucke mal kurz auf den Monitor, Sie sind jetzt übrigens auch natürlich herzlich eingeladen, sozusagen zwischendurch Fragen zu stellen. Ich muss gleich einmal kurz aufstehen und ein bisschen weiter scrollen, weil wir nämlich jetzt tatsächlich nur die Fragen sehen, die Sie auch hier oben sehen. Da steht zum Beispiel, welche Rolle spielen die klassischen Wohlfahrtsverbände bei dem Thema? Sehen Sie da irgendwo eine Verantwortung? Naja, also ich nehme mal an, dass die Wohlfahrtsverbände an sich die Erfahrung machen, dass sie auch mit diesem Digitalisierungstransformationsprozess auch zurechtkommen müssen und erstmal genauso herausgefordert sind. Insofern Wohlfahrtsverbände was zur Gerechtigkeit in der Gesellschaft beitragen, sind sie bestimmt auch an dem Punkt, den ich zum Beispiel eben nannte, mit der Frage konfrontiert, wie kann man eigentlich Menschen helfen in einer Gesellschaft, die jetzt im Prozess der digitalen Transformation steckt. Was kommt dabei auf sie zu? Und sie werden die ganz normalen Teilhabethemen erfahren, die was damit zu tun haben, dass also Kommunikation mit ihren Mitgliedern sich verändert und so weiter. Also ich sehe da jetzt nur nicht eine ganz besondere Rolle, die sie da hätten. Ich weiß nicht, ob es anderen anders geht, aber mir fällt da jetzt erstmal keine besondere ein. Okay. Dann finde ich, ich sehe hier auch das Kopfschütteln, die Verantwortung liegt vielfältig verteilt und es scheint auch so zu sein, die Frage ja tatsächlich, wer kann das eigentlich, ne, momentan tatsächlich, wer kann denn überhaupt diese Verantwortung tatsächlich tragen und machen, also wahrnehmen? Ja, warum suchen wir dafür jetzt jemanden, der sie uns abnimmt, die Verantwortung, die haben wir alle zusammen. Ja, jeder Einzelne. Die werden wir nicht los. Genau, also wir sagen alle zusammen. Genau, wir haben da hinten eine Frage einmal. Hallo, an Virginia Kirst mein Name. Ich hatte eben in der Präsentation eine kleine Verständnisfrage, weil ich meine, eins der wichtigen Dinge am Internet ist doch, dass der Zugang zum Internet uns auch lehrt, wie wir damit umgehen können. Also ich bin Digital Native, das heißt, ich bin aber auch, ich bin geboren, ich konnte lesen und schreiben und dann kam das Internet und dann habe ich im Internet gelernt, wie ich mit dem Internet umgehe, ohne dass meine Eltern mir gesagt haben, wie ich das mache. Und ich finde es total problematisch zu sagen, nur weil jemand ungebildet und arm ist und seine Eltern ungebildet und arm sind, wird derjenige auch ein schlechter Internetnutzer. Und in der Studie ist es ja auch so gewesen, dass lange Zeit im Internet gerne auch negative Attribute hatte. Und ich glaube, dass das viel zu simpel dargestellt wurde. Was viel interessanter wäre, wäre doch, was passiert mit den Kindern aus armen, ungebildeten Verhältnissen, wenn sie viel Zeit im Internet haben? Wie entwickeln die sich? Was lernen die? Ja. Und so weiter und so fort. Weil ich glaube, das, was wir gesagt haben, 18% haben keinen Zugang zum Internet, das ist ein großes Problem. Aber was passiert denn mit den Kindern aus diesen Haushalten? Die müssen doch nicht so werden wie ihre Eltern. Das ist doch das Gute am Internet. Aha. Wer möchte auf die Frage hier, Frau Bockschild? Genau. Also es sollte sich auch gar nicht auf die Quantität der Nutzung beziehen. Also ich meine, das sehen wir tatsächlich durch alle Gruppen. Hier meinte das eher das Prinzip der Reglementierung oder der Art und Weise, ob man zu Hause darüber spricht. Also das scheint schon einen Einfluss zu haben, ob das einfach ein Thema ist, wie man mit bestimmten Dingen umgeht, was es überhaupt gibt, was man machen kann, worauf man achten muss und so weiter. Inwieweit ist da vielleicht auch ein Austausch oder woanders kann der stattfinden? Also es funktioniert natürlich überall dort, wo diese Kinder jetzt speziell oder andere auch Kontakt haben zu Institutionen außerhalb ihrer Familie. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Schlüssel, aber das sehen wir ja in allen Bereichen. Also die Möglichkeit überhaupt aus bestimmten Kontexten heraus
ja, überhaupt agieren zu können und was anderes machen zu können. Das sehen wir auch in vielen anderen Bereichen. Und das Problem ist eben schon, wenn ich schlecht lesen und schreiben kann, die Zugänge mir selbst zu erschließen. Oder wenn für die Eltern das alleinig eine Unterhaltungswelt ist, dass man vielleicht auch andere Zugänge da entwickelt. Ja. Gerade schlecht lesen und schreiben können ist im Internet ja gar nicht so ein Riesenproblem. Mhm. Nein, ist es nicht. Es gibt, naja. Das Informationsquellen zu verifizieren, das sehe ich auch so. Aber auch im Internet kann man durchaus eine Diskussion darüber finden, was Informationsquellen sind. Und ich finde es so schwierig zu sagen, dass Kinder genauso werden wie ihre Eltern. Und im Internet auch ohne gut lesen und schreiben zu können, gibt es Zugänge zu diesen Dingen. Also man kann das ja, ich verstehe ja, dass Sie bei dieser Aussage sich jedenfalls nicht wohlfühlen, das höre ich raus. Nur alles, was ich an Empirie kenne, bestätigt eigentlich eher das, was ich sage und nicht das, was Sie sich wünschen. Und die Frage ist ja, das hat Frau Borgstedt ja so ein bisschen angedeutet, ob durch die digitalen Angebote die soziodemografische Struktur unserer Gesellschaft relativiert wird. Da gab es in der Tat die verträumte, ich nenne das durchaus nostalgisch verträumte Vorstellung, dass wir dadurch, dass wir alle Zugang zum Internet haben, jetzt nun alle gleich frei, gut und die besten Chancen haben und alle gleich. Das ist aber nach meiner Beobachtung nicht bestätigt. Im Gegenteil, es verstärkt sich eher das, was es an Unterschieden gibt. Und davor die Augen zu verschließen, finde ich ein bisschen riskant. Also ich glaube, wir müssen uns eher mit der Frage auseinandersetzen, was können wir denn tun, damit sich so eine Entwicklung nicht verstärkt, sondern dass eine Gesellschaft eher zusammenbleibt und auch miteinander aushandelt, wie sie denn leben will in diesem digitalen Zeitalter und sich das nicht diktieren lässt durch Angebote und so weiter. Ja, vielleicht also, auch noch ein, Entschuldigung. Ja, ich würde, wenn es geht, auch noch mal den Blick ein bisschen weiter spannen. Also für mich ist das alles sehr deutsch und sehr regional gerade gedacht. Das gefällt mir irgendwie gar nicht, weil ich finde, Digitalisierung und Globalisierung gehört für mich ganz eng zusammen. Und ich fände es schade, wenn wir jetzt nur über Deutschland und diese Spaltung reden, weil Sie auch sagten, Herr Kammer, stimmt, die gab es schon immer und die wird verstärkt, das mag ja sein, aber vielleicht können wir noch mal ein bisschen breiter denken, was für unendliche Möglichkeiten das Netz bietet in der ganzen Welt, weil da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Also im Prinzip braucht ja jedes Kind auf dieser Welt nur einen Internetzugang und hat auf einmal Zugang zu Wissen ohne Ende. Ich bin ja aus der Bildung, deswegen bleibe ich mal beim Thema Wissen. Und da gibt es ja so viele tolle Möglichkeiten und da möchte ich gerne eine Geschichte erzählen, die kennen einige von Ihnen sicherlich auch. In Stanford gibt es ja einen Professor, der hat damals diesen ersten Massive Open Online Kurs gemacht, so einen Massen-Online-Kurs, wo jeder Zugang hatte und jeder mitmachen konnte und den hat er eben kostenlos im Internet angeboten. War auch so eine Art Experiment für ihn und da haben dann 200 seiner eigenen Stanford-Studenten mitgemacht. Ich glaube 160.000 Leute weltweit, von den ganzen Teilnehmern haben 23.000 dann den Kurs auch erfolgreich abgeschlossen und da der beste Student von Stanford war auf Platz 413, also da waren noch eindeutig viele vor denen und die jüngste Teilnehmerin, die auch erfolgreich mitgemacht hat, war ein Mädchen aus Pakistan. Die war 11 Jahre alt. Und das war ein Kurs zum Thema künstliche Intelligenz. Und die hatte Zugang zum Internet und war wissbegierig und wollte das unbedingt. Und ich glaube, das ist auch so ein Thema, was so typisch deutsch ist. Wir sind satt und träge und wir spielen und wir daddeln und was weiß ich, lassen uns berauschen. Aber wenn wir in Entwicklungsländer gucken oder an andere Kinder, in andere Regionen, die endlich mal Zugang haben zu solchen Themen, die saugen das auf und wollen das ja haben, die gehen da vielleicht auch ganz anders mit um. Und natürlich gibt es da unendlich viele Chancen und da würde ich auch gerne noch mal hinblicken und nicht nur so in Deutschland verharren und in den üblichen Schienen sozusagen. Ich würde ganz kurz, wir haben ganz hinten eine Frage, genau, und hier vorne auch in der Mitte. Vielen Dank, geht mir darum, es wurde jetzt ja viel schon über diese Bildung gesprochen, im Netz ist ja Bildung quasi frei für jeden verfügbar. Inwiefern, oder anders angefangen, ich als Digital Native, geboren 92, habe so ein bisschen das Gefühl, wir versuchen immer die Digitalisierung in unsere bestehende Gesellschaft hineinzupressen. So, das muss jetzt passen. Ist es nicht aber vielleicht auch gegeben, dass wir unsere Gesellschaft an die gewollte Digitalisierung mit all ihren Vorteilen
in einer gewissen Weise anpassen müssen und dann vielleicht auch die Rolle des Staates dabei, also die Rolle desjenigen, der reglementiert und der gewissermaßen auch Wege vorgibt, dass die sich ändern müssen in Zukunft mit der Digitalisierung, dass es einfach auf dem jetzigen Wege vielleicht nicht geht, besonders was dann die Gleichheit oder die Allgemeinheit von Bildung angeht. Haben Sie die Frage eingegeben, wozu brauchen wir noch Wahlen, wenn wir doch die Entscheidungen gemeinsam über das Netz voranbringen können? Okay. Aber das geht, glaube ich, in die Richtung auch. Ne? Also klar, wir haben uns jetzt an einer Stelle, sind wir hier ein bisschen stecken geblieben, so finde ich das ja auch sehr schön, dass wir das nochmal weiten. Also gerade Ihre Frage macht ja deutlich, was wir auch für eine historische Chance haben, uns einfach komplett neu zu sortieren und zu überprüfen. Wir hatten einen Schirmherrn, das war ein früherer Bundespräsident, Altbundespräsident Roman Herzog, der hat zu diesem Punkt gesagt, ganz radikal, wir können alles, was wir haben, auf den Prüfstand stellen und auch komplett neu miteinander aushandeln. Er wäre nur an einer Leitplanke interessiert. Die Würde des Menschen, die sollte unantastbar bleiben. Aber ansonsten können wir gerne alle Spielregeln neu verhandeln. Und das ist ein riesiges Potenzial, was uns aber auch eine große Verantwortung auflädt. Und deswegen sage ich auch immer, wir müssen aufhören, als Gesellschaft die Verantwortung bei Institutionen abzuladen, die in ihrer Tradition und auch in ihrem Regelwerk Aufgaben haben, wo wir als Gesellschaft erstmal sagen müssen, es soll sich bitte schön mal ändern. Also das setzt ja voraus, dass wir auch ganz aktiv an dieser Gestaltung mitwirken, was da an Potenzial und Chancen drin ist. Bin ich sehr dafür. Und es stellt sich schon die Frage, ob diese klassische Arbeitsteilung, die wir bisher in der Politik haben, also ob das so bleiben muss oder ob es auch einfach richtig neue Perspektiven gibt, die wir uns vielleicht auch gar noch nicht vorstellen können oder wo wir richtig auch miteinander kreativ dran basteln könnten. Und insbesondere sind wir, das stimmt ja, daran gewöhnt, in unseren nationalen Strukturen unsere Machtfragen auszutragen. Daran hat die durch die Digitalisierung möglich gewordene harte Globalisierung, die wir zurzeit erleben, ja nun restlos was verändert. Ne? Das funktioniert so gar nicht mehr. Und deswegen werden wir auch eine Idee entwickeln müssen, wie diese Welt eigentlich von uns mitgestaltet werden soll. Bei all diesen vielen Widersprüchen, die es auf der Welt gibt. Nicht? Das ist das Faszinierende, aber auch das Riskante daran, dass wir aus unserer behüteten Welt in eine etwas rauere See geraten können. Das ist durchaus denkbar. Ja, und ich glaube, das ist auch eine Generationsfrage. Sie sagten ja selber, Sie gehören zur jungen Generation, die vielleicht auch anders aufgewachsen ist, eine andere Wertevorstellung hat. Und ich glaube, da prallen einfach auch Werte aufeinander. Also nehmen wir mal mein persönliches Beispiel. Ich habe bisher immer versucht, im Netz zu trennen zwischen beruflich und privat. Und privat stelle ich einfach nichts rein, sondern berufliche Dinge. Aber private Fotos aus meiner Sicht haben im Netz nichts zu suchen. Meine Kinder, wie gesagt, sind 11 und 13, die sehen das total anders. Und ich kann es nicht verstehen und ich weiß auch nicht, ob das manchmal unbekümmert halt ist oder so, aber die sehen die Grenzen irgendwie anders. Auch die junge Generation aus meiner Sicht sieht eben eher die Vorteile. Also ich habe mich bisher auch geweigert, so Wearables zu tragen, die immer meine Schritte zählen und wie viel Kalorien ich verbrenne und was weiß ich was, wie mein Puls ist und ob ich gerade gestresst bin oder nicht, weil ich immer denke, will ich das denn überhaupt? Also ich kann auch ganz gut selber fühlen und ich weiß auch, wann ich mehr Sport machen muss und so. Aber junge Leute, die machen das einfach. Die finden das praktisch, die finden das gut. Damit kann ich mein Leben gesünder gestalten oder wie auch immer. Ich glaube, die haben einfach eine ganz andere Haltung zu den Dingen. Während ich da eher persönlich noch restriktiver bin und sage, nee, das möchte ich gar nicht, sehen die jüngeren Leute, so wie ich das wahrnehme, eben eher die Vorteile und finden das cool und nutzen das alles und haben auch gar kein Problem damit, die Daten rauszugeben, während ich sagen würde, nee, um Gottes Willen, nachher will meine Krankenkasse ja nur wissen, wie gesund ich mich ernähre und so weiter. Ne? Und vielleicht ist es einfach eine Frage, dass die jüngere Generation mit ihren Wertevorstellungen und ihren Ideen dann auch raufkommen müssen, raufwachsen müssen sozusagen und die ältere Generation dann irgendwann auch nicht mehr da ist und Dinge auch in Frage stellen. Und das passiert ja jetzt auch. Also in vielfältiger Weise werden ja Dinge jetzt in Frage gestellt und ich denke, das wird auch noch mehr werden, umso mehr die jungen Leute aufwachsen und auch älter werden und in die entscheidende Position reinkommen. Also es ist ja nun mal noch so, dass die entscheidenden Ämter von älteren Menschen besetzt sind und noch nicht von den jüngeren, die vielleicht anders ticken und anders denken. Und ich denke, da wird sich viel verändern müssen. Und also ich glaube, das ist einfach
wir ticken eben anders. Also wir haben immer schön diese Analogie von Brockhaus-Denke zur Netzwerk-Denke. Ich finde, das beschreibt das immer ganz schön. Wir alle älteren Generationen sind halt so aufgewachsen. Da gab es halt noch diese schönen Bände im Regal, A, B, C, D, E, F, G und so. Und das war auch heilig. Und jetzt bei Wikipedia, jeder stellt sein Wissen rein. Es ist vernetzt, es tickt irgendwie alles ganz anders. Und ich glaube, auch da die junge Generation, die wächst halt mit diesen Medien auf, mit ganz anderen Regeln, als die wir noch kennen in der älteren Generation. Und insofern glaube ich ganz sicher, dass sich irgendwann ganz, ganz viel verändern wird. Und ich weiß auch nicht, ob ich mich dann da noch wohlführe. Aber die junge Generation, die wird das bestimmen, denke ich. Jetzt würde ich, ja, aber genau. Da ist auch noch eben die Frage, wer in der jüngeren Generation. Also ich sehe das ja genauso mit den Potenzialen und Chancen und so weiter. Wir müssen eben immer nur beobachten, wie sind sie verteilt. Und das Interessante ist auch wirklich, also wir sprechen oft von Gestaltung, wer gestaltet denn wirklich? Und wenn wir sagen, die jüngere Generation, wer ist es denn dort? Und auch, wer beteiligt sich an Angeboten? Wer war denn das Mädchen aus Pakistan? Wie ist die dann an ihre Zugänge gekommen? Und wer sind jetzt diejenigen, die das tatsächlich mitgestalten? Wenn wir beobachten, auch bei jüngeren Leuten, jetzt auch nochmal durch diese verschiedenen Milieus, wer zieht eher Inhalte und wer stellt selbst Content bereit? Da sehen wir wieder, dass es einfach auch einen totalen Gap gibt und den wird es auch nicht nur in Deutschland geben. Das ist auch, glaube ich, vielleicht ist diese Ungleichheitsdebatte eine deutsche oder eine europäische Debatte, das kann schon gut sein, aber ich glaube, das Thema ist schon, wer ist es denn? Wer hat diese Zugänge? Wer hat die Chance, zu Content zu produzieren, Geschäftsmodelle zu entwickeln oder was auch immer? Und das ist, glaube ich, schon sehr relevant und wie haben die anderen auch eine Chance daran teilzuhaben. Aber da sind wir wieder bei einem Punkt, finde ich, die ganzen Chancen, die das Internet ermöglicht. Jeder Einzelne kann ja unglaublich viel bewirken. Weil ich alleine eine gute Website habe und das schaffe, ganz viele Follower zu generieren, also ich meine, es gibt ja, also ich halte es für Schwachsinn, aber auch so Beauty-Channels und so und die haben dann Follower ohne Ende und werden hochgehypt und so, aber das ist dann eine Person, die das schafft, irgendwie Leute zu begeistern und mitzunehmen, war jetzt ein blödes Beispiel, ne? Gibt bestimmt bessere, aber ich glaube, das gibt unglaublich viele Möglichkeiten, wenn man das wirklich gut nutzt und schafft, die Leute zu begeistern und mitzunehmen, kann eine einzelne Person, egal wo sie ist, unglaublich viel bewegen und gestalten. Und deswegen denke ich, jeder Einzelne was tun. Ich stelle mal die Frage dazu, ich finde es ganz spannend, was Sie aufgeworfen haben, wir müssen unsere Gesellschaft verändern. Nehmen wir mal an, wir fangen an, das zu tun. Jeder kann Content ins Internet stellen, kann aktuelle News ins Internet stellen, so wie es ja heute auch ist. Dann kriegen alle Medien ein großes Problem. Haben wir schon. Nehmen wir mal, ja genau, wir haben ein Problem. Nehmen wir mal an, jeder kann im Internet alles verkaufen, was er möchte. Kriegen diverse verschiedene Bereiche ein Problem. Nehmen wir mal an, auch in den Schulen fangen an, die Kinder tatsächlich zu sagen, ey, Moment mal, wir wollen jetzt den Unterricht mehr gestalten und machen und wir bringen Themen, Fragen und auch Methoden und so weiter ein. Dich Lehrer brauchen wir eigentlich nicht, nur vielleicht ab und zu mal zur Unterstützung. So, jetzt denken Sie das alles mal in alle Lebensbereiche. Also im Moment zum Beispiel, aktuelle Studie, 63% aller Patienten gehen, bevor sie zum Arzt gehen, mit ihren Symptomen ins Internet und informieren sich darüber, was sie eigentlich haben. Der arme Arzt. So, ja. Und jetzt ist die Reaktion der meisten, der arme Arzt. Jetzt würde ich sagen, bisher der arme Patient. Weil was haben wir bisher gemacht? Der Patient ist zum Arzt gegangen und der Arzt hat gesagt, pass mal auf, ich sag dir, was du hast. Und dann sozusagen sage ich dir auch, was du brauchst, um jetzt wieder gesund zu werden. So, jetzt sind Menschen informiert und jetzt kommt nämlich genau das. Jetzt plötzlich kommen informierte Menschen zu Menschen, die vorher davon gelebt haben, im Sinne des Selbstverständnisses, im Sinne der Beruflichkeit und auch im Sinne der Wirtschaftlichkeit, die daran verdient haben, dass Leute zu ihnen kommen und eine Leistung in Anspruch nehmen. Da wird sehr viel dann wegfallen, wenn wir in unserem Gesellschaftsprinzip das verändern. Haben wir dann noch sozusagen, was passiert dann? Haben wir noch ein Einkommen? Leben wir noch? Also auch an der Ecke würde ich erstmal sagen, dieses entwickelt sich und ist unterwegs und das wird sich zuspitzen und da gibt es ganz viele neue Chancen drin. Bevor ich mich jetzt mit der Frage beschäftige, machen wir das und lassen es einfach geschehen und kümmern uns jetzt nur um das Problem, wie man die Folgen davon in den Griff kriegt. Das ist mir auch zu eng, nicht? Also ich finde es erstmal richtig gut, dass wir überhaupt mal ausloten, welches Potenzial an Selbstentfaltung da drin steckt, wie aus solchen Ideen neue Arbeitsentwicklungen, neue Geschäftsmodelle entstehen, wie
Coworking-Prozesse von vielen Einzelnen zu neuen Produkten führen, wie überhaupt in einer Netzwerkgesellschaft produziert wird, eine ganz spannende Frage, die wir in unserer deutschen klassischen sozialpartnerschaftlichen organisierten Wirtschaft als richtige Herausforderung begreifen werden. Und das ist aber erstmal was Positives. Ich finde, da steckt viel Potenzial drin. Und wir sollten das ruhig auch angehen und jetzt nicht vor den Horrorzahlen, die es gleichzeitig gibt, dass dann so und so viele Tausende oder Millionen von Arbeitsplätzen wegfallen, den Kopf in den Sand stecken und sagen, oh Gott, was kommt da für eine Lawine über uns? Das kann sogar sein, dass das passiert, aber trotzdem müssen wir das positiv in die Hand nehmen und dann gucken, was wir daraus machen können. Und ich glaube, nur so kriegen wir auch ein positives Gesellschaftsbild gestaltet, wenn wir also in diesem Sinne auch mit den Risiken, die da drin stecken, konstruktiv umgehen und aus ihnen was Gescheites machen. Und dazu kann dann auch die Frage irgendwann gehören, wie gestaltet sich das Einkommen für Menschen, die tatsächlich in diesem Prozess auf der Strecke bleiben. Das müssen wir dann klären, das würde ich nicht vorneweg diskutieren, sondern das muss überhaupt, wir sind ja nicht so weit, kann man ja nun nicht sagen. Nicht? Und diese Bedrohungslage ist ja im großen Stil noch nicht eingetreten. Ich stelle bisher eigentlich nur fest, dass im Kontext von Digitalisierung eine Menge neuer Arbeitsplätze entstehen und auch eine Menge neue Themen. Und dass so dieser große Kahlschlag, der von dem immer die Rede ist, den habe ich bisher nicht beobachtet. Wir haben zwei Fragen noch hier im Moment gerade in der Mitte. Sie wollten nicht mehr. Sonst, ja. Mir ging es eigentlich eher nochmal zurück auf das, was Sie erzählt haben als Beispiel aus Pakistan und auch das, was Sie, Herr Klima, jetzt, glaube ich, gesagt haben. Wir müssen ja erstmal abwarten. Ich glaube, wir können auch gar nicht mehr abwarten. Wir haben hier in Deutschland und vielleicht auch in Westeuropa eine Situation, wo wir wunderbare Systeme haben, durch die wir einmal alles durchkauen und so weiter und so fort. Das, was wir im Rahmen von einer digitalisierten Welt, vom Internet haben, von der Globalisierung, ist so schnell, da können wir gar nicht mehr mit umgehen. Und ich bezweifle auch, dass die junge Generation in Deutschland anders teilhaben wird, als nur passiv zu konsumieren. Aktiv zu gestalten, werden wir aus ganz anderen Ecken der Welt ganz plötzlich mitbekommen, wo nämlich viel, viel weniger Regularien herrschen als hier. Mhm. Okay. Ja, das ist also der wichtige Gesichtspunkt, dass das, was wir als Disruption erfahren, für viele einfach auch ein Gestaltungselement werden wird. Das stimmt schon. Ich würde auch nicht sagen, dass ich jetzt für Abwarten plädiere, sondern ich habe nur was dagegen, dass wir Debatten zu Ende führen über Probleme, die noch gar nicht da sind. Also das ist zum Beispiel das, dass wir uns die Frage stellen, was machen wir mit all den Menschen, die vermeintlich durch Digitalisierung arbeitslos werden. Also das ist mir zu theoretisch, diese Diskussion. Das muss man in der Lebenssituation klären, wenn sie da ist. Und deswegen glaube ich, es ist gut, wenn wir... Ja, also ich bin dafür, dass wir alles, was da an Potenzial drin ist, annehmen und uns auch darauf einlassen und nicht so tun, als ginge uns das nichts an. Das kommt sowieso über uns. Das müssen wir nüchtern sehen. Das bin ich eher dafür, dass man sich an die Spitze der Bewegung stellt. Das macht immer Sinn. Vielleicht stelle ich einfach mal konkret die Frage. Ich würde sagen, Bildungsbereich ist ein Teil der Situation angekommen, oder? Also Internetbildung wird frei zugänglich. Wie sieht das aus deiner Sicht aus? Sag ich mal, trifft das ein Geschäftsmodell in Anführungsstrichen oder ein Angebotsmodell der Universitäten oder des NITs zum Beispiel? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also das verändert sich ja unglaublich viel. Also gerade wenn Wissen kostenlos zugänglich ist, die Frage ist ja nur, wird das auch sinnvoll genutzt? Also auch da hat man ja inzwischen Erfahrung mit diesen Massive Open Online Kurses, dass es schwierig ist, wenn man das ohne Begleitung machen sollte. Man braucht eine hohe intrinsische Motivation, da dran zu bleiben. Es sind hohe Abbrecherquoten und so weiter. Insofern, glaube ich, ist immer noch ein wichtiger Punkt, dass man in einer Bildungsinstitution eine Lehrbegleitung bekommt, dass man sich auch mal vor Ort trifft. Auch da gibt es genug Untersuchungen zu, dass rein digitales Lernen nicht so super ist. Also Vorteile sind individualisiertes Lernen. Es gibt ja viele Lernprogramme, die sich wirklich genau auf den Lehrenden einstellen. Das ist wunderbar. Aber dennoch braucht es eben auch eine Lernbegleitung. Nur da muss eben die Rolle anders sein, was ich vorhin schon beschrieb, dass eben nicht der Lehrende oder Lehrer der Allwissende ist, sondern eben gemeinsam Fragen erarbeitet werden, von dem Lernenden ausgerichtet. Und ich glaube, das würde uns auch helfen,
von der Konsumentenhaltung wegzukommen, wenn nämlich die Leute selber wieder die Fragen stellen und selber die Antworten finden müssen. Und da müssen wir eben auch im Schulsystem oder im Bildungssystem hinkommen, dass eben nicht der Lehrer die Frage stellt, sondern die Schüler sich selber die Fragen stellen und überlegen, wie kann ich eigentlich das Problem lösen. Und da müssten wir versuchen, dass wir die Leute da mehr hinbringen, also dass sie die Selbstverantwortung übernehmen, selber rangehen, selber ausprobieren, selber testen und so weiter. Da müssen wir, glaube ich, noch viel mehr machen. Wir haben hier vorne noch eine Frage von den Herrn. Ich weiß nicht, ob wir zuerst haben. Haben wir noch zwei Fragen, genau. Ja, ich habe mich zu Wort gemeldet, weil so Teile dieser Diskussion, die ich jetzt höre, die habe ich vor 20 Jahren auch schon mal gehört. Und was aber Neues ist, gerade auch was mir heute aufgefallen ist, dass teilweise ja die Diskussion digitale Welt nichts mehr mit Bildung zu tun hat, sondern es eigentlich rein mit Marketing und mit Konsum. Denn wenn ich an die Einführung anknüpfen darf, die Frage, warum weiß Amazon schon, was ich bestellen werde, bevor ich es überhaupt bestellt habe, ist ja nur möglich, wenn die mich so beeinflussen, dass ich dann tatsächlich das angebotene Produkt auch bestelle. Das heißt, gebe ich dann auch meine eigene Persönlichkeit ab, werde ich gezwungen, wie sagen wir mal, wie bei Facebook, quasi einen Trend mitzumachen. Und wenn wir von den neuen und jungen Leuten reden, ich gehöre ja zu den Älteren, ist das nicht vielleicht da nichts, was mit digitaler Welt zu tun hat, sonst ist es tatsächlich eine Bewegung, wo man als junger Mensch das Gefühl hat, das muss ich mitmachen, sonst gehöre ich nicht dazu. Geben wir gerne unsere Verantwortung ab? Ist das so ein Teil? Vielleicht sogar mit Freude, mit Bequemlichkeit? Weil wir geben gerne unsere Daten, Frau Borksch, Sie hatten es vorhin gesagt, warum geben denn so viele die Daten und manche sagen sogar, ja, wieso, ist doch prima, dafür bekomme ich ja auch was. Aber ja, aus unterschiedlichen Gründen, also manche können total klar benennen, das sind die Benefits und die möchte ich bitte schön haben. Und wir haben aber auch an anderer Stelle, also was man natürlich schon häufiger hört, ist diese Abhängigkeit von einer bestimmten Struktur, das ist natürlich auch das Geschäftsmodell. Ich habe erstmal ganz viele Leute, bilde eine große Community und natürlich hängt da wahnsinnig viel Wissen drin und Informationen und wir wissen ja selber, wie schwer uns das fällt, wenn wir da irgendwie ein paar Tage nicht von profitieren können. Und ich denke auch, das wird in einer anderen Dimension entscheidender werden. Das ist vielleicht nochmal ein Punkt dazu. Ich glaube schon, diese Zugänge sind unterschiedlich, aber wir sind im Moment noch an so einem Punkt, wo wir sagen, jeder kann ja selbst entscheiden, ob er mitmachen möchte. Ja, das sind so individuelle Anwendungen, Apps und so weiter. Aber der nächste Schritt ist ja eigentlich, dass bestimmte Infrastrukturen digitalisiert werden und wir Teil dieser Prozesse sind. Also die Frage ist, wann kann ich eigentlich, wie lange kann ich rausgehen, wie lange nicht? Alle möglichen Smart City Konzepte werden diskutiert mit Blick auf, ich kann schneller parken, ich kann schneller von A nach B kommen, ich kann besser meine Konsumgelegenheiten klären, aber so Modellprojekte thematisieren natürlich auch, also das Ganze funktioniert ja nur, wenn ich mich eben registriere für einen Dienst, wenn ich Teil bin dessen, also zum Beispiel im Transportbereich oder sowas. Nur wenn ich dann die App habe, meine Daten zur Verfügung stelle über meine Verkehrsflüsse, darf ich eben auch diese Parkplatzangebote nutzen. Also wir kommen in Bereiche, wo das sicherlich schwieriger wird oder wo es nicht mehr das Thema ist der individuellen Entscheidung. Und das sind schon, glaube ich, nochmal neue Themen. Und damit geht es eigentlich los. Man hat eine Abhängigkeit von einem Netz und kann da irgendwie nie mehr raus. Ja. Manche sagen auch, ich brauche das gar nicht, aber ich komme auch eigentlich nie mehr raus. Aber es ist sehr unterschiedlich einfach. Die Frage, ob wir noch Parkplätze überhaupt brauchen in 20 Jahren. Aber davon mal ganz abgesehen. Vielleicht eine Frage noch hier und eine Frage habe ich dort drüben gehört. Und dann sind wir auch schon fast auf der Zielgeraden. Schulz, wir preisen die Vorzüge des Internets. Einher wird ja auch eine umfassende Automatisierung des täglichen Lebens stattfinden. Also wir sprechen mit der Waschmaschine, wir sprechen mit allen möglichen Geräten, unser Smart Home umgibt uns. Kann es eigentlich auch sein, dass wir mit zunehmender Lethargie rechnen müssen, dass man die Fähigkeit verliert, sein eigenes Umfeld zu organisieren, weil einem alles abgenommen wird? Und wie stark machen wir uns dann persönlich abhängig, wenn das mal nicht mehr funktioniert? Das ist eine gute Frage, die
ist aber wahrscheinlich eine Frage, die in der Zeit der jeweiligen Technologie genauso gestellt wurde. Das ist jetzt nichts, was ganz besonders Neues. Das Neue daran ist vielleicht in der Tat, dass wir ganz viele Fertigkeiten, die wir jetzt haben, noch abgeben. Und das werden wir zu kompensieren haben mit anderen Fertigkeiten, die dann auch dringend gebraucht werden. Man kann sich ja auch die Frage stellen, wenn ich jetzt mal von dem Notfall absehe, warum ist es eigentlich ein Vorteil, wenn ich händisch eine Waschmaschine bedienen kann, wenn sie das für mich selber macht? Also das hat ja auch viel Erleichterndes und Technik hat sehr oft den Lebensalltag erleichtert. Das ist ein großer Fortschritt auch für viele Menschen immer gewesen. Den würde ich jetzt immer wieder auch als positiven Punkt nach vorne stellen. So, und das Problem mit der Notsituation, was passiert, wenn das mal ausfällt oder so? Das ist in der Tat ein Problem, aber das war es schon immer in den bestimmten Phasen. Und wir haben hier eher eine Herausforderung, für eine stabile Infrastruktur zu sorgen, dass das so selten wie möglich passiert. Und so, das gehört dann alles mit dazu auf so einem hochzivilisierten Niveau. Aber ob wir jetzt individuell, das ist ja so ähnlich wie die Frage, wer kann von uns noch mit einem Stein und einem Stück Holz Feuer machen, weil wir kein Feuerzeug mehr haben und all solche. Je nachdem, in welcher Lebensphase der Geschichte wir uns befinden, waren das immer Fertigkeiten, die man für die Notsituation gebraucht hat. Nicht? Und wollen wir jetzt irgendwie, dass jeder seinen individuellen Stromaggregator im Keller stehen hat? Klar, gibt es alle möglichen Debatten darüber, wie man lokalen Strom produzieren kann, um nicht von den großen Systemen abhängig zu sein und so. Aber sind alles Diskussionen auf der jeweiligen technologischen Entwicklung. Eins allerdings, das glaube ich, kann man feststellen, wir sind in ungeheurer Weise von Energieproduktion abhängig, die in Strom umgewandelt wird. Das ist in der Tat mit der Digitalisierung unvermeidlich verbunden. Da gibt es nicht so viele Alternativen. Okay. Großabhängigkeit, eine Frage haben wir vorne noch. Ja, ich bin unverkennbar Immigrant und darüber hinaus auch sogar Liebhaber der Kultur, sage ich mal, auf einen Nenner zu bringen. Das heißt Anhänger der Sprache, der Literatur, des Theaters, alle Dinge, die heute hier nur am Rande zur Sprache gekommen sind. Natürlich bin ich mit allen einig, Internet ist da, Digitalisierung muss sein, wir können nicht mehr ohne, die Industrie schon gar nicht, die Technik. Aber, und was Sie auch oft betont haben, Internet ist für alle da und jeder kann mitmachen. Man kann sogar 4 Jahre alt sein und muss nicht schreiben können. Alles richtig, führt aber natürlich dazu, dass die Sprache immer weniger eine Rolle spielt. Ich sehe es eindeutig bei den Jungen, der jungen Generation, heute Teenager-Alter, die sicherlich alles zum Ausdruck bringen können, schriftlich, was sie wollen, nur die Grammatik und die Orthographie sind einfach auf der Strecke geblieben. Das kann man akzeptieren, man kann sagen, gut, neue Zeit, neues Leben. Übrigens, die Franzosen stellen sich dagegen, da gibt es keine englischen Ausdrücke in der französischen Sprache. Das gibt nicht mal das Wort Computer, das ist Ordinateur. Und im Deutschen haben wir hier festzustellen, einen riesen Mix aus Deutsch und Englisch. Das wird immer so weitergehen. Die Entwicklung ist rasant und schnell und da ich nochmal gerade das Wort habe, will ich noch eine Erinnerung anbringen. Ich weiß nicht, ob sich viele erinnern können, Anfang der 60er Jahre war das Fernsehgerät etwas für weniger gebildete Leute. Gebildete hatten keinen Fernseher und wenn sie einen hatten, mussten sie das begründen. Ich weiß nicht, ob die einen oder anderen sich daran erinnern können. So entwickeln sich die Zeiten und das ist gut daran zu denken, wie schnell die Halbwertszeiten sich akzelerieren. Vielen Dank. Also ja. Wenn ich dazu nur noch eine Bemerkung, also ich persönlich mache keinen Hehl daraus, dass ich keine fertige Meinung zu der Frage habe, ob ich das eigentlich gut finde, dass die Sprachfertigkeiten so abnehmen. Es gibt ja Menschen, die sagen, das ist alles nicht schlimm, das wird sich also so richten. Ich persönlich habe dazu eine starke Störung innerlich, weil ich das eigentlich schade finde und auch nicht glaube, dass es gut ist. Aber herrje, das ist jetzt so eine Frage, wie gehen jetzt Menschen in höherem Lebensalter mit der damit verbundenen Lebenserfahrung um, wenn jetzt Jüngere kommen und sagen, das ändert sich jetzt alles ganz radikal. Das ist ein massiver Umbruch, der sich zurzeit vollzieht im Leben von 3 Generationen, wo man im Grunde genommen dieses wechselseitige sich was schenken von der jeweiligen Erfahrung ganz hart aufeinander spürt. Und das kriegt man gerade an solchen starken kulturellen Themen mit, wo wir ja sehr viele Werte und Errungenschaften in unserer Geschichte haben und auch in unserer kulturellen Geschichte, wo es lohnt, positiv sie nach vorne zu holen.
ich bin begeistert von Digitalisierungsprojekten, die im Kulturbereich passieren. Ich geradezu faszinierend finde, was uns auf die Weise an neuen Perspektiven und Dingen zugänglich gemacht werden. Also wenn zum Beispiel ganze Archive digitalisiert werden und sie auf die Weise auf der ganzen Welt zugänglich sind, wo sie vorher nur in einem Zimmer, da wo gerade das lag, das Archiv zugänglich war, das ist ein Riesenfortschritt, wo eine Menge an Wissen und an Traditionen für viele Menschen auf der Welt zugänglich werden. Das ist was sehr Positives, nicht? Und gleichzeitig beobachten wir solche, was Sie eben beschrieben haben, solche vermeintlichen Verarmungen. Ich bin da sehr zurückhaltend, das negativ zu bewerten. Das ist für mich erstmal einfach wir werden mit dieser Entwicklung leben. Und die einen sind dabei traurig und die anderen begeistert. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich so ein Prozess der nächsten Jahre. Also ich sehe das schon sehr kritisch, muss ich sagen. Nicht unbedingt das Schreiben oder Rechnen, aber wenn ich auch nochmal auf Ihren Kommentar hinten eingehen darf. Ich finde das schon schlimm, wenn die Grundfertigkeiten einfach nicht mehr da sind. Und dazu zähle ich auch mal Schreiben und Rechnen. Weil irgendjemand muss ja auch die ganzen Computer und Systeme programmieren und füttern mit Daten. Und irgendjemand muss ja das auch alles erledigen. Und da sehe ich schon eine Gefahr, dass nur noch eine ganz kleine Elite eigentlich in der Fähigkeit hat, diese Systeme zu programmieren, zu überwachen und zu steuern. Und ich muss sagen, ich entdecke auch schon einen Gegentrend. Ich beschäftige mich sehr viel mit Zukunftsforschern und mit Spinnern, die in die Zukunft denken und nochmal überlegen, wo kann es eigentlich hingehen mit der Digitalisierung, mit der ständigen Überwachung und so weiter. Und diese Leute, mit denen ich rede, die schon sehr weit vorausdenken, die denken gerade darüber nach, sich irgendwo sonst wo ein Stück Land zu kaufen, um dort autark leben zu können. Mit Wasser, mit allem, was es braucht, um ohne digitale Geschichten sich über Wasser halten zu können. Und das finde ich ganz spannend. Und da bin ich sehr interessiert dran, wie das wohl weitergeht, weil ich glaube nämlich, und ich gehöre selber auch dazu, ich freue mich sehr, wenn ich Urlaub mache und es gibt kein WLAN. Und meine Kinder meckern zwar manchmal, aber auch die finden das schön, wenn wir dann in der Natur sind und die dann auf den Baum klettern und so weiter. Und ich glaube, da werden wir alle irgendwann auch ein Bedürfnis nach haben. Also ich habe es jetzt schon, das auszuschalten und mal wieder in die Natur zu gehen, und da sehe ich schon einen starken Gegentrend. Mal gucken, wie das weitergeht. Also das eine ist der Wunsch nach Teilhabe, den wir heute Abend diskutiert haben, und das andere ist die Frage, wollen das überhaupt alle? Wer will das alles? Aber die Grundidee ist, glaube ich, die wir heute Abend hier auch ausführlich in verschiedenen Perspektiven nochmal gesehen haben, ist, zumindest sollten die, die es wollen, auch es können. Und ich würde vielleicht auch noch mal abschließen, Frau Borgstedt, Sie hatten ja auch gesagt, des Fazits, nicht alle, die wollen, können. Aber woran liegt das? Naja, aber das meint ja immer, was heißt eigentlich können? Darüber haben wir übrigens gar nicht gesprochen. Was heißt denn das eigentlich, Kompetenz sein oder was können? Und ich glaube, vor Jahren hat man diskutiert, oder vor 10 oder vor 20 Jahren, ich kann das, wenn ich Anwendungen, Programme und so weiter beherrsche. Und das hat sich halt enorm verändert, was dieses Können angeht. Und es hat sich jetzt auch ein bisschen gewandelt, dass plötzlich eben diese ganzen Sicherheitsfragen mehr in den Fokus geraten sind. Also mittlerweile heißt Kompetenz sein halt, nicht Opfer werden im Netz. Also sei es jetzt Betrug, Fake-Infos oder was auch immer. Also sozusagen kompetenter ist der, dem halt nichts passiert, auch wenn man es selber nicht ganz steuern kann. Und ich glaube eben, dass sich jetzt da auch die Schere auftut. Ich glaube nämlich, es gibt eben diese Kompetenz, sich innerhalb des Systems zu bewegen und systemimmanent zu lernen. Ja, das Internet ist für alle da und jeder kann sich seine Infos ziehen, jeder kann selber schlau werden, dafür braucht man nichts anderes mehr. Aber es geht ja auch um andere Dinge zu können und zu verstehen, auch funktionsweise zu verstehen, also eben technisch produzieren zu können oder die technische Funktionsweise zu verstehen. Das ist aber auch nur eine Sache. Das andere ist eben auch, wie ist die ökonomische Funktionsweise oder die kulturelle. Also wer produziert das, wer macht das und so weiter. Und ich denke, daran wird sich eben auch einiges noch unterscheiden. Und das sind viele spannende Fragen und wir sind, glaube ich, erst am Anfang. Aber ist auch schön spannend. Also. Am Anfang des ganzen Prozesses oder auch da mittendrin am Ende des heutigen Abends, vielleicht abschließend die Frage, aufsetzend auf die Frage, was ist aus Ihrer Sicht sozusagen die wichtigste Fähigkeit oder das Wichtigste, was wir lernen müssen? Ich bin sehr dafür, dass wir diese deutsche Kraft, die wir haben, alles erstmal als Problem zu sehen, zur Seite legen und die Chancen anpacken und aus der Sicht uns dann auch mit Problemen beschäftigen. Aber erstmal mit einem positiven Blick nach vorne
Und das haben wir noch nicht geschafft in der deutschen Diskussion. Das unterscheidet die Akteure auf vielen Ebenen von einem von uns jetzt durch eine Befragung erneut nochmal wieder festgestellten grundständigen Internetoptimismus in der Gesellschaft, der mich sehr positiv erfreut hat. Also 75% der befragten Menschen haben gesagt, Digitalisierung ist eine große Chance für unser Land und bringt uns voran. Und das ist erstmal eine gute Grundhaltung, um sich dann auch mit Risiken zu beschäftigen, weil das die richtige Seite ist, von der aus man auf Risiken guckt. Nämlich man sieht erstmal, was da für ein Potenzial drin steckt. Und das ist gut. Ja, schließe ich mich an. Also neugierig sein, Potenziale entdecken, dranbleiben, ausprobieren, testen, Spaß dran haben, weitermachen. Frau Borgschild, vielleicht abschließendes Wort nochmal dazu, aus Ihrer Sicht. Ja, da könnte ich die Kette jetzt weiter verlängern, ich glaube. Okay. Das haben wir fertig. Also alles Themen, die erstmal nicht programmieren heißen. Das heißt, diejenigen, die offen bleiben dem Themen gegenüber, die an Diskussionen sich beteiligen, die sich so wie heute Abend hier an der Diskussion beteiligen. Wir haben nicht alle zu Wort kommen lassen können. Sie sehen es dort, es sind 41 Fragen eingegangen. Wir haben viele im Raum gehabt hier. Ganz herzlichen Dank für die Beteiligung, die Aufmerksamkeit. Ich glaube, wir alle werden noch eine spannende Zeit vor uns haben. Und ich wünsche uns allen gutes Gelingen, das in einen wahrlich konstruktiven Prozess zu bringen. Ja.